بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ich bezeuge, es gibt niemanden, der mit Recht angebetet wird, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Und als allererstes entschuldige ich mich für die Verspätung. Und zwar habe ich ehrlich gesagt, ich habe nicht auf eure Uhrzeit geschaut, sondern auf meine. Und bei mir hier ist es erst jetzt gerade 8:30. Und ich dachte, ich fange erst in einer Dreiviertelstunde an quasi, oder in einer halben Stunde, erst subhanallah später. Wa alaikum salam, wa barakatuh. Ja, also ich habe ehrlich gesagt, ich habe gar nicht auf die Uhrzeit, also ich habe das einfach verpeilt, ich habe einfach nicht auf daran gedacht heute, subhanallah. Wir haben ja eine Stunde Zeitunterschied zu euch nach Deutschland. Und deswegen habe ich das komplett vergessen. Ich habe gerade was anderes gemacht und bis mich gerade ein Bruder angeschrieben hat und mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass oder mich gefragt hat, ob ich überhaupt noch live komme heute. Und ich habe ihm gesagt, ja, ich komme um 21 Uhr, inshallah. Und dann ist mir das erst eingefallen. Also tut mir leid, inshallah, für die Verspätung. Wie auch immer, jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Wie angekündigt, inshallah, reden wir heute über das Thema Scheidung im Allgemeinen. Und ist das im Islam, ist das beschämend, ist das Blamage, ist das verboten, ist das erlaubt, ist es eine Lösung, wie ist der Hukm, wie ist das Urteil in der Scheidung, wie ist diese Sache im Allgemeinen und wie macht man das und sollte man versuchen zu schlichten, sollte man versuchen, Sabr zu haben, zum Beispiel auch als Frau, wenn man geschlagen wird, wenn es zu Hause Aggressivitäten gibt oder Handgreiflichkeit oder dass der Ehepartner zum Beispiel nicht praktiziert, nicht betet oder zum Beispiel, was ich auch oft erlebe oder angeschrieben werde immer wieder, dass es Familien gibt, wo der Mann zum Beispiel Alkoholiker ist oder spielsüchtig ist oder alles zusammen nicht betet und an viele andere Sachen, und das ist eine sehr, sehr große Angelegenheit, ehrlich gesagt, die wir momentan mehr vielleicht erleben als früher. Ich meine, Scheidung gab es ja schon seit tausenden von Jahren und das ist auch eine Sache, über die wir inshallah heute reden. Auf jeden Fall, liebe Geschwister, was die Sache angeht im Allgemeinen, im Islam, allgemein ist die Scheidung eine Lösung, ja, eine Lösung, und eine Scheidung im Islam ist auch eine Barmherzigkeit, ja, ist eine Barmherzigkeit. Im Allgemeinen ist die Versöhnung besser, das Zusammenbleiben besser, sei es diese kleine Familie, sei es die ganze Gemeinschaft des Islams. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran in der dritten Sura, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Ja, und haltet alle gemeinsam am Bund fest, am Bund Allahs oder am Seil Allahs fest, gemeinsam alle, وَلَا تَفَرَّقُوا, und dann hat er verboten die Spaltung, und spaltet euch nicht, als Befehl. Ja, also es ist verboten, sich zu spalten. Und das ist im Allgemeinen. Ja, aber dann könnte jemand sagen, ja, aber das ist jetzt nicht auf Mann und Frau bezogen. Das ist auf alle bezogen. Ja, weil das ist für die ganze Umma, das ist für die ganze Gemeinschaft. Und Allah subhanahu wa ta'ala liebt die Gemeinschaft. Allah liebt, dass wir Geschwister sind untereinander. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in der 49. Surah, Surah al-Hujurat, die Gemächer, Allah subhanahu wa ta'ala sagt in dieser Surah, Innamal mu'minuna ikhwa, fa'aslihu bayna akhawaykum. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wahrlich, die Gläubigen sind untereinander Geschwister. Ja, sind untereinander Geschwister. So
stiftet Frieden zwischen ihnen. Das ist natürlich gemeint auf die Fitna, die passiert ist in der Zeit nach dem Tod des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam unter den Sahaba und in dieser Zeit. Aber es ist auch allgemein. Ja, der Koran wurde ja herabgesandt mit Sachen, die passiert sind damals, aber sie sind für uns alle eine Lehre. Sonst hätte sie Allah subhanahu wa ta'ala uns nicht einfach so mitgeteilt. Ja, und deswegen, so soll man, ja nee, das ist im Allgemeinen. Ja, im Allgemeinen ist das Zusammenbleiben immer besser, der Gemeinschaft. Und die Gemeinschaft, ja, die ganze Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sie besteht ja aus Familien. Ja, sie besteht aus Familien. Und deswegen kann man ja nicht sagen, nee, komm, ja, es gibt ja Familien oder Leute, die Probleme haben und dann gerne aus diesem Problem, weil es so viele Probleme gibt, ja, so sehen es vielleicht die einen oder anderen, nur von der Perspektive, nein, ja, einfach trennen und easy und ja, Hauptsache, man muss über für man es Hauptsache man muss nicht Geduld üben, Hauptsache man muss nicht eine schlechte Zeit mal durch. Das ist im Allgemeinen, stimmt das nicht so. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte auch in einem Hadith, der authentisch ist und der allgemein ist, der Gläubige, der Muslim, der unter den Menschen ist, وَيَصْبِرُ عَلَىٰ أَذَاهُمْ, und der hat Sabr gegenüber ihrem Al-Adha, ist, ja, dass er belästigt wird, dass er gestört wird, dass er genervt wird, dass er alles, yani, Al-Adha ist alles, was negativ ist. Ja, die Person, das ist auch im Allgemeinen, das ist jetzt nicht Frau, Mann, aber es ist allgemein für Nachbarn, Mitarbeiter, Angestellte, Chef, Ehefrau, Ehemann, Onkel, Sohn, ja, alle Menschen untereinander. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt in diesem Hadith, derjenige, der unter den Menschen, ja, er ist unter den Menschen, er zieht sich nicht zurück und lebt ganz alleine und will Ruhe haben von allen. Derjenige, der sich unter den Menschen vermischt quasi und mit ihnen zusammen ist und er ist geduldig gegenüber ihrem schlechten Benehmen und all dem Übel, der von ihnen kommt, und er ist geduldig, er erträgt das mit Geduld, ist Allah subhanahu wa ta'ala lieber als derjenige, der sich nicht unter den Menschen vermischt und nicht geduldig ist. Ja? Nicht geduldig ist mit ihrem schlechten Benehmen etc. Ja, das sind allgemeine Geschwister, allgemeine Hadithe, allgemeine Sachen, die zur Religion gehören. Und deswegen, liebe Geschwister, sehen müssen, muss man das yani, in die richtige oder mit der richtigen Waage oder mit dem richtigen Maß, ja, wie kann ich das vielleicht besser erklären? Man darf das nicht falsch verstehen, diese Angelegenheit. Allah subhanahu wa ta'ala sagt über die Ehepaare, die zum Beispiel Probleme haben, und im Allgemeinen, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, was-sulhu khair, ja, was-sulhu khair, und die Schlichtung, das Schlichten ist gut und das Schlichten ist besser. Ja, wenn man schlichtet, ist besser. Keine Frage, Allah subhanahu wa ta'ala sagt das im Koran. Aber, liebe Geschwister, nichtsdestotrotz hat Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt, dass die Scheidung im Islam erlaubt ist. Und die ist nicht nur erlaubt, liebe Geschwister, sondern die Scheidung ist auch gleichzeitig eine Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala. Das muss man auch sehen. Man kann das so sehen oder so sehen, und es ist dann von Fall zu Fall individuell anders zu urteilen oder zu beurteilen. Ja, von Fall zu Fall, von Familie zu Familie. Weil jeder Fall sieht ja anders aus. Und Barakallahu fikum. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass man diese Sachen nicht an die allgemein nimmt und das für, ja, für alle gleichzeitig einsetzt. Weil jeder Fall, jede Familie, jedes Ehepaar hat eine andere Situation und andere Probleme. Ja? Und die einen haben Kinder, die anderen haben keine Kinder. Die einen haben kranke Kinder vielleicht sogar im Rollstuhl etc. Die anderen haben das nicht. Die anderen sind älter, die anderen sind jünger, die anderen sind abhängig, die anderen sind unabhängig etc. Viele, viele tausende Gründe, die man nehmen könnte, warum es ja nie verschieden ist. Und es ist aber trotzdem, nichtsdestotrotz, es ist eine Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala, dass es die Möglichkeit gibt, im Islam sich scheiden zu lassen. Und es gibt natürlich Gesetze, der Dunya-Gesetze, aber es gibt, liebe Geschwister, auch Religionen und Regionen auf dieser Erde, Orte, wo die Scheidung absolut tabu ist. Es gibt Religionen, die das haben, und natürlich verschiedene Regionen auf dieser Erde,
wo es entweder gesellschaftlich oder gesetzlich absolut tabu ist. Ja, absolut tabu, die größte Schande auf dieser Erde. Aber das ist nicht so im Islam, liebe Geschwister. Das ist nicht so im Islam, niemals. Ne? Das, die Scheidung, Allah subhanahu wa ta'ala ist der Allwissende, der Allweise, der Barmherzige, der Alabama, der Gnädige. Und seine Gesetze, Allah subhanahu wa ta'ala, Allahs Gesandter sallallahu alaihi wasallam, sagt über den Prophet Muhammad, Allahs Gesandter sallallahu alaihi wasallam, sagt über unseren Herrn, über Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah subhanahu wa ta'ala ist rein. Allah ist schön und er akzeptiert nur Reines und Schönes. Und weil Allah subhanahu wa ta'ala rein ist und schön ist und allwissend ist, ist natürlich auch seine Religion und seine Gebote und seine Verbote und all das, was er bestimmt hat, ist auch rein und wunderschön, wie er subhanahu wa ta'ala. Ja? Und deswegen, liebe Geschwister, hat Allah subhanahu wa ta'ala auch die Scheidung als Gesetz gemacht. Ja? Als Gesetz gemacht. Er hat die Ehe als Barmherzigkeit gemacht für die Menschen. Schaut, wie viele Menschen auf dieser Erde glücklich sind, weil sie in einer Ehe sind. Ja? Weil sie in einer Ehe sind und weil sie glücklich sind in einer Ehe, weil sie einen Partner haben. Allah subhanahu wa ta'ala sagt über diese Sache im Koran, dass das zu den Zeichen Allahs gehört. Ja, diese Ehe, diese Familie, dieser Bund zwischen Mann und Frau, subhanallah, zwei Leute, die sich nie vorher kannten oder ja, die nicht blutsverwandt sind, kein Bruder, Schwester, Mutter, Vater, ja, die sich einfach von Natur aus schon lieben, egal, manchmal sogar, wenn man eine verschiedene Religion angehört, aber man liebt sich von Natur aus, ja, natürliche Veranlagung. Aber nein, du liebst einen voll fremden Menschen und du bist mit dem so eng wie mit keinem anderen auf dieser Erde, subhanallah. Und so intim wie mit keinem anderen auf dieser Erde. Und du kennst ihn vielleicht sogar besser als deine Geschwister oder seine Geschwister ihn kennen und sie kennt dich besser als deine Geschwister dich kennen, subhanallah. Ja, so eng ist dieser Bund. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Ehe, diesen Bund, darüber gesagt im Koran, dass dieser Bund zu den Zeichen Allahs gehört, zu den Zeichen seiner Macht, ja, seiner Macht gehört. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Ja, diese Ehe gehört zu seinen Zeichen und er hat zwischen diesen zwei Menschen in dieser Ehe Mawadda und Rahma gelegt. Mawadda ist die Liebe und Rahma ist die Barmherzigkeit. Ja, das heißt, diese Ehe, wie sie funktioniert, subhanallah, und wenn wir überlegen, liebe Geschwister, es gibt ja auch die knallharte Art und Weise, wie man heiratet, jetzt vielleicht in Europa vielleicht viel weniger praktiziert, aber in vielen Ländern ist das ja so, dass sie sich wirklich vorher gar nicht oder kaum kennen. Ja? Gar nicht, also kaum oder manchmal sogar gar nicht. Die haben sich nur gesehen, sie wissen, die kennen das Alter, sie haben sich gesehen, sie finden sich optisch in Ordnung oder wie auch immer. Ja, oder sympathisch oder gefallen sich einander oder wie auch immer. Auf jeden Fall, sie heiraten einfach. Sie wissen gar nicht, wie der andere tickt und so. Und subhanallah, und das sind Millionen, hunderte Millionen oder Dutzende Millionen von Menschen, die so leben. Und die bekommen Kinder und die sind glücklich und die leben 70 Jahre zusammen. Ja? Bis zum Tod, subhanallah. Und deswegen, liebe Geschwister, das ist was? Das ist diese Liebe und diese Barmherzigkeit, die Allah subhanahu wa ta'ala zwischen diesen zwei Menschen legt. Ja? Dass sie sich von heute auf morgen, die heiraten, khalas, und ab morgen, ja, der ist die Ehe und sie lieben sich und Barmherzigkeit ist zwischen ihnen. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, weil er Allwissende ist und Allwissende und der Allweise ist, er hat es natürlich die Möglichkeit gegeben, dass wenn diese zwei Leute sich nicht verstehen, ja, oder sie sich am Anfang verstehen, aber vielleicht aus verschiedenen Gründen auseinanderleben oder sich irgendwann mal nicht mehr verstehen, weil der Mensch ändert sich ja, man lebt ja verschiedene Zeiten in seinem Leben. Wenn du 20 Jahre alt bist, ja, da bist du ein anderer Mensch, manchmal als nicht alle Eigenschaften komplett ändern sich. Ja, aber wenn du 20 bist, tickst du ja nicht gleich, immer gleich, wie wenn du 30 bist. Wenn du 20 bist, bist du manchmal, meistens, ist man sehr, sehr jung, naiv, dies, jenes, wissen wir alle. Ja, man ist noch sehr, sehr jung, unreif, etc. Man hat keine Geduld, man ist, man will Spaß haben, etc. Man hat ganz, und dann mit 30 ist man auf jeden Fall schon mal viel, viel reifer. Ja,
Mit 40 ist man wieder, ja, und manchmal hat man mit 20 Sachen vor und du willst unbedingt viel Geld machen und du willst das machen und jenes machen und du willst das und das. Mit 35, 40, auf einmal diese Sachen, die du vorher wolltest, die sind ja oft gar nicht mehr da. Ja, dann hast du schon vielleicht diese schönen Autos schon gefahren und so viele Reisen gemacht und dieses und jenes. Und dann ist vielleicht das, was früher so viel Wert hatte und so. Ja, zum Beispiel mit 20 gehen ja, sagen wir mal, Leute, die jetzt nicht praktizieren, gehen ja oft feiern in Diskotheken oder so. Ja, aber selbst wenn sie keine Muslime sind, oft hören sie ja mit 30, 40 auf, weil sie keinen Bock mehr drauf haben, weil es ihnen einfach keinen Spaß mehr macht. Und vorher waren sie quasi vielleicht süchtig danach oder dachten, das ist das Schönste auf dieser Erde. Und dieser selbe Mensch, der, egal ob jetzt Muslim oder kein Muslim, hat auf jeden Fall ein paar Jahre später keine Lust mehr darauf. Und so ist das mit vielen Sachen, ja, dass man manche Sachen gerne macht, irgendwann man vergeht die Lust, man ändert sich, man lebt ja verschiedene Zeiten durch in seinem Leben. Und deswegen, der Mensch, der verändert sich dann in manchen Sachen. Und es kann sein, dass der eine in diese Richtung und sein Ehepartner in eine andere Richtung sich ändert. Oder die einfach irgendwann mal die verstehen sich nicht. Die haben sich einfach nur noch, ja, da ist nur noch Streit, da ist nur noch Schlägerei quasi. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala durch seine Barmherzigkeit, hat er das so gemacht, dass diese Tür da ist. Diese Tür. Und dann ist es eine Barmherzigkeit. Weil Allah subhanahu wa ta'ala will ja gar nicht von uns. Ja? Er hat für uns den Koran herabgesandt. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran in der, ich glaube, 19. Sura, wenn ich mich irre, Sura Taha, 17 Kehf, 18 Maryam, 19 Taha, genau. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran in der 19. Sura Taha, direkt am Anfang, erste Seite, Ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Ja, o Muhammad, wir haben den Koran nicht auf dir herabgesandt, sodass du unglücklich wirst, sodass wir dir das Leben schwer machen. Nein, im Gegenteil. Der Islam und die Religion Allah subhanahu wa ta'ala ist dafür da, um das Leben gut und schön und einfach und gerecht, ja, zu leben. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt in einem anderen Vers, weiß ich, welche Sura das ist jetzt gerade, Allah subhanahu ma ja'alna alaykum fi d-dini min haraj, millata abikum Ibrahim. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in diesem Vers, Allah subhanahu wa ta'ala hat euch nichts in der Religion auferlegt, was, oder, ma ja'alna alayka fi d-dini, ma ja'alna alayka fi d-dini min haraj, wir haben euch keine Erschwernisse in der Religion gebracht, gegeben. Und dann gibt es ein Hadith vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der das auch nochmal verdeutlicht. Ja, da sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagte, also es gibt verschiedene Hadithe in diesem Zusammenhang mit dem Extremsein, aber den Hadith, den ich erwähnen wollte, darin steht, fällt mir gerade nicht ein. Dass die, genau, darin steht, liebe Geschwister, dass egal wer sich mit der Religion, wie kann man das übersetzen? Und keiner kämpft gegen die Religion, außer dass sie ihn besiegen wird. Ja? Und damit ist ja nicht, ich weiß nicht, ich habe das jetzt so mehr oder weniger wortwörtlich übersetzt, was im Hadith steht. Derjenige, der sich der versucht mit der Religion quasi es streng zu machen, die Religion wird ihn besiegen. Ja? Und damit ist gemeint, dass man, dieser Hadith wird erwähnt im Kapitel, dass man nicht extrem ist, dass man nicht extrem sein darf. Ja? Und dann gibt es noch andere Hadithe in diesem Kapitel, erniedrigt oder zerschmettert werden diejenigen, die extrem sind. Ja, die extrem sind. Allah subhanahu liebt das nicht. Allah subhanahu sagt das sogar im Koran über die Ahlul Kitab. Ja, über die Ahlul Kitab am Anfang des Korans, in welcher Sura ist das? Surat Al-Imran oder Surat Nisa oder Al-Ma'idah. Eine von den drei Suren, drei, vier oder fünf. Allah subhanahu sagt in diesem Vers, wo ist das? Ja, Ahlul Kitab. Genau, ja, Ahlul Kitab, la taghlu fi dinikum. Ja, oh, ihr Leute der Schrift, übertreibt nicht in der Religion. Ja, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam einmal in die Moschee rein und er sah ein Seil. Er sagte, was ist das hier? Was ist das für ein Seil hier?
Sie sagten zu ihm, das Seil von Zainab radiallahu anha. Sie betet nachts und wenn sie ihre Füße nicht mehr tragen können, dann hält sie sich am Seil fest und betet weiter. Ja? Überwältigen, Barakallahu fiki. Genau das Wort habe ich gesucht. Ja, und dann haben sie Zainab radiallahu anha, sie betet nachts und wenn sie nicht mehr stehen kann, die betet einfach stundenlang, wenn sie nicht mehr kann, sie hält sich am Seil fest und betet weiter. Ja? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat sofort gesagt, macht das sofort weg. Und er sagte zu ihnen, macht so viel ihr könnt. Denn Allah subhanahu wa ta'ala, Allah will nicht, dass man übertreibt. Ja? Macht einfach so viel, wie ihr könnt. Und übertreibt nicht in der Religion. Und dann gibt es ja eine dazu, ich könnte jetzt noch viele andere Hadithe oder Beweise bringen für das Übertreiben in der Religion. Und das ist nicht erlaubt, liebe Geschwister. Auf jeden Fall, wir kommen zum Thema zurück. Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich stehen geblieben bin oder warum ich das Übertreiben gebracht habe. Allah musta'an. Jedenfalls, liebe Geschwister, ich versuche mich kurz zu erinnern. Egal, wie auch immer. Jedenfalls ist sehr, sehr wichtig, liebe Geschwister, dass wir wissen, die Religion ist gekommen, um die Sachen einfach zu machen. Um einfach zu machen. Und das sehen wir anhand der Religion selbst. Ja? Der Prophet Muhammad sagte, Salli, waqifan, ja, fa'in lam tastati' fa'qa'idan, fa'in lam tastati' fa'ala jamb, bete stehend, wenn du nicht stehend beten kannst, bete sitzen, wenn du nicht sitzen beten kannst, dann bete liegend auf deiner Seite, ja, das Gebet auf der Reise, verkürzt, zusammen beten, wenn du auf der Reise bist oder krank bist, fastest du nicht, fa'iddatun min ayyamin ukhar, und so weiter und so fort, ohne Ende Hadithe, ohne Ende gibt es in der Religion, von A bis Z, überall Vereinfachung, überall, Allah macht das einfach, weil Allah verlangt von uns nicht, Allah will das gar nicht, dass wir leben in Bedrängnis und in Problemen leben, Allah will das nicht von uns, subhanallah, Allah will genau das Gegenteil, ma anzalna alayka al-Qur'an litashqa, ja, Muhammad, wir haben dir den Koran nicht herabgesandt, damit das Leben schwer wird. Im Gegenteil, damit das Leben schön wird und einfach wird. Moralisch, gut, praktisch, easy, Paradies, Dunya, Paradies, Akhira, ja, Glückseligkeit, Schaden abwenden, etc. So ist die Religion, Barakallahu fikum, liebe Geschwister, ja. Und deswegen ist auch die Scheidung, es ist eine Barmherzigkeit für die Menschen, ja, für die Menschen, wenn es einfach nicht mehr klappt, wenn es nicht klappt. Jetzt kommen wir inshallah zu der Sache allgemein mit der Scheidung. Und zwar, liebe Geschwister, habe ich jetzt gerade eigentlich beides gesagt. Ja? Es ist gut und besser, sich nicht scheiden zu lassen und zusammen zu bleiben. Und wenn die Familien stark sind und gut miteinander klarkommen, die Gesellschaft, die ganze Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam besteht ja aus Familien. Ja? Die besteht ja nicht aus Individuen, die ja, jeder für sich. Nein, die ganze Umma besteht aus Familien. Wenn die Familien gut sind und stark sind und eine starke Bindung haben, Birrul Walidain und gute Erziehung und etc., dann natürlich ist das ja, eine Familie und man ist gut zu seinen Onkel, Tanten etc. Und alle zusammen ist man dann eine Umma. Und dann ist man natürlich stärker als 10 Millionen alleinerziehende Mütter und genauso viele Väter, die alleine sind und etc. Und Kinder ohne Väter oder Kinder ohne Mütter oder Kinder mit, ja, etc. Das ist eine Sache, die logisch ist. Aber jetzt, wenn man das so sagt, dann könnte man sagen, ja, okay, du sagst einerseits Barmherzigkeit, andererseits ist das nicht gut. Ja? Liebe Geschwister, es ist eine Lösung. Und es ist eine Barmherzigkeit, wenn das andere nicht klappt. Wenn man nicht miteinander leben kann. Wenn du in der Hölle lebst, ja, wenn man in der Hölle lebt mit seinem Ehepartner, dann ist das eine Barmherzigkeit. Dann ist das eine Lösung. Ja? Und noch dazu, liebe Geschwister, die Scheidung im Islam kann alle fünf Ahkam, also es kann haram sein, sich scheiden zu lassen. Es kann makruh sein, unerwünscht. Es kann mubah sein, erlaubt. Es kann erwünscht sein und es kann wajib sein, Pflicht sein, die Scheidung. Ja? Und das kann sein, das ist von Situation zu Situation, ist das
von Situation zu Situation ist das anders. Es ist manchmal verpflichtend, sich scheiden zu lassen. Wenn zum Beispiel eine Frau mit einem Mann zusammenlebt, dieser Mann ist zum Beispiel, er betet nicht, er fastet nicht, er hat seine Religion gelassen. Ja? Er ist gar kein Muslim mehr. Er betet nicht und fastet nicht und praktiziert seine Religion nicht mehr und man hat ihm einen guten Ratschlag gegeben und man hat mit ihm geredet, etc. Und dann ist es für diese Frau, ich sage jetzt nicht, wenn ich jetzt diese Sachen sage, liebe Schwester, und jetzt hier eine Schwester dabei ist oder ihr eine Schwester kennt, bitte nicht sagen, ich habe gesagt, sie muss sich scheiden lassen. Nicht bitte die Sachen, nicht meine Worte nehmen und das auf einen bestimmten Fall einfach so und mir das in die Schuhe schieben. Ja? Derjenige, der ein Problem hat, er muss sich an einen Scheich, an einen Imam, an einen Gelehrten wenden und ihm das erklären. Und in jedem Fall muss die Sache genau überprüft werden und geklärt werden, weil jeder Fall ist anders. Ja? Okay, und deswegen, liebe ich, ist es sehr, sehr wichtig, dass man die Sachen richtig versteht. Ich rede jetzt allgemein, aber jeder einzelne Fall muss vor einem, normalerweise im Islam, wenn wir in einem islamischen Land leben würden, mit islamischen Gesetzen, Koran und Sunna des Propheten Muhammad s.a.w., wie die Sahaba das gelernt haben und verstanden haben und praktiziert haben, dann würde der Richter das machen. Ja, diese Angelegenheit, liebe Schwester, das Eherecht, das Erbrecht, das sind Sachen, die der Richter macht, das Gericht. Ja, das können, weil damit sind ja verbunden die Würde eines Menschen, die Kinder eines Menschen, das Leben, Glück und Unglück. Das hat einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt über diesen Bund, Mithaqan ghaliza, dieser Bund ist ein gewaltiger Bund. Der Bund der Ehe ist ein gewaltiger Bund. Ja, und deswegen bitte nicht die Sachen jetzt einfach so nehmen und dann ja, überall einsetzen. Aber ich sage euch nur, es kann sein, dass es Pflicht ist, sich zu trennen. Ja, ich hörte zum Beispiel vor einiger Zeit, nicht vor langer Zeit, dass eine Frau mitbekommen hat, ja, also diese eine Ehe, es gibt eine Ehe, oder gab eine Ehe, ich weiß nicht, ob die sich jetzt schon haben scheiden lassen, aber wo der Mann, und die haben Kinder zusammen, wo der Mann plötzlich, Allahu a'lam warum, Shaitan oder ich weiß nicht, wie das sowas passieren kann, aber der Mann ist schwul geworden. Und die Frau hat in seinem Handy gesehen, dass er sich irgendwelche Sachen, also mit Männern Kontakt hat und Allahu a'lam auch Männer, also auf jeden Fall, dass er schwul geworden ist. Ja? Und diese Schwester fragte dann, ob sie sich scheiden lassen muss und wer die Kinder bekommt, etc. Ja? Und deswegen, liebe Geschwister, in manchen Fällen ist es Pflicht, sich scheiden zu lassen. Wenn dein Mann gar nicht mehr betet, nicht mehr fastet, er ist gar kein Muslim mehr, aber du hast ihn schon, ja, du hast ihn schon zu Rat gezogen, du hast schon, du hast schon einen Scheich, dein Vater, dein Onkel, sein Vater, Leute haben mit ihm geredet, haben auf ihn eingeredet, man hat alles versucht und er ist so, Khalas, dann tschüss, dann musst du vielleicht auch, ja, dann muss man, liebe Schwester, und deswegen, es kann sein, dass es so ist. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, ayyum imra'atin talaqat, أو طلبت الطلاق يعني إيش كان المتن إيش أتقرأ أوصف إيش إلا لم ترح رائحة الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام wir kommen schon gleich zu den anderen Sachen. Ja, bitte nicht Fragen stellen, ich beantworte keine Fragen während des Vortrags, ja, barakallahu fikum. Jedenfalls, liebe Geschwister, der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم sagte, eine Frau بغيري سبب, eine Frau, die ihren Mann scheiden lässt oder die Scheidung verlangt von ihrem Mann grundlos, ohne Grund, wird den Geruch des Paradieses nicht riechen dürfen. Ja? Das bedeutet was? Das bedeutet, dass es haram ist für sie, sich scheiden zu lassen. Ja? Dass es eine Sünde ist, was sie da tut, wenn sie keinen Grund hat. Natürlich ist es ja logisch, wenn wir das so sagen, dann würde jeder sagen, ja, warum sollte sich eine Frau ohne Grund scheiden lassen? Ja? Ja, und natürlich ist es so, dass, sagen wir mal, 99,9%, man hat ja immer einen Grund. Ja? Und wenn sie einen triftigen Grund hat und einen richtigen Grund hat, sei es, dass ihre Rechte nicht gegeben werden, sei es, dass ihr Unrecht getan wird, sei es, dass sie kaputtgeschlagen wird, sei es
viele andere Sachen, dass sie ihn hasst und verabscheut oder sich ekelt. Ja, sie kann ja sehr, sehr viele Gründe haben. Sich ihn nicht mehr leiden kann, etc. Das sind alles Gründe, die akzeptabel sind, ja, islamisch gesehen. Aber der Hadith zeigt nur, wenn sie sich einfach so scheiden lassen will und sie hat gar keinen Grund, dann ist das eine Sünde. Dann macht sie sogar eine große Sünde. Ja? Sie ist trotzdem eine Muslima, sie kommt ins Paradies. Ja, diese Wortwahl, das ist ja kein Kufrtat, das ist ja kein Unglaube. Aber sie riecht nicht den Geruch des Paradieses, bedeutet, dass sie macht gerade eine große Sünde. Ja, sonst würde der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das nicht so sagen oder das nicht so oder nicht so über sie urteilen. Das ist nur, was ich euch zeigen wollte, dass es so und so sein kann. Es kann Pflicht sein, sich scheiden zu lassen. Es kann verboten sein, sich scheiden zu lassen. Und genauso auch für den Mann, ja, sich scheiden zu lassen, einfach so grundlos, obwohl man Kinder hat, obwohl man man hat ja Verpflichtungen der Frau gegenüber, der Oma gegenüber, den Kindern gegenüber etc. Und dann einfach so, ja, weil man einfach keine Lust mehr hat und sagt, ach komm, was soll ich jetzt mit Familie und so, ich kann einfach alleine, kann ich viel chilliger leben und viel mehr Spaß haben und keine Ahnung was. Es kann sein, dass was er macht, dass es makruh ist, unerwünscht ist. Es kann sein, dass das haram ist. Es kann, ja, jede Situation ist anders, aber es kann wirklich, und es kann auch erlaubt sein, ja, es kann erlaubt sein, okay, man versteht sich nicht gut und so, dann halas, geh du deinen Weg, ich gehe meinen Weg und möge Allah beiden was Gutes geben. Ja, und Allah subhanahu wa ta'ala sagt darüber im Koran, وَأَنْ يَتَفَرَّقَ يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ. Und wenn die sich beide trennen, so wird Allah jedem Einzelnen von ihnen يُغْنِ, Allah wird ihm Gutes gegeben, ja, min sa'ati, von den Gnaden Allahs, Allah wird ihn reich machen, von den Gnaden Allahs, Allah wird ihn einen anderen Partner, inshallah, geben, mit dem er glücklich wird, oder vielleicht auch ohne Partner, und khalas, yani, der hat jetzt schon sein Leben gelebt mit seinem Partner, 20 Jahre, 10 Jahre, 50 Jahre, und es klappt nicht mehr, und khalas, und dann werden sie glücklich mit anderen Sachen. Ja, also, aber das war nur, ich wollte euch nur damit mit diesem Hadith zeigen, natürlich, die meisten lassen sich scheiden mit einem Grund, aber es gibt definitiv, oder es ist bestimmt schon mal passiert, dass sich Leute einfach so, keine Ahnung, ja, einfach scheiden lassen oder beziehungsweise keinen triftigen, keinen Grund, der erlaubt ist. Ja, und wie auch immer, nur das wollte ich erstmal mitteilen diesbezüglich. Als nächstes, liebe Geschwister, was wichtig ist, dass wir wissen, wenn eine Frau sich scheiden lässt oder eine Ehe kaputt geht und sich Ehepartner trennen, ja, also Jazakallahu khairan, ich habe eigentlich gesagt, ich möchte keine Fragen beantworten, also stellt mir bitte keine Fragen, weil das irritiert mich sowieso nur. Stellt die Fragen, wenn, dann am Ende des Vortrags, inshallah, okay? Jazakallahu khairan. Wo war ich stehen geblieben? Genau, eine sehr, sehr wichtige Sache, liebe Geschwister, die wir alle lernen müssen und die wir verstehen müssen, die wir verinnerlichen müssen. Ein Muslim soll und muss Muslim sein und gottergeben sein in jedem Zustand, in jeder Sache, die er macht. Du kannst nicht Muslim sein in der Moschee und Muslim sein, wenn du ein Bart hast oder dein Hijab ist Islam oder dein Gebetsteppich ist ein Islam oder dein Fasten ist Islam. Aber wenn es dann um Scheidung geht, bist du kein Muslim. Wenn es um Geschäfte gibt, Geld leihen, Geld zurückgeben, bist du kein Muslim. Wenn du sauer gemacht wirst, bist du kein Muslim. Ja? Du musst ein Muslim sein in jeder Situation. Und das ist wichtig, liebe Geschwister. Und das ist eine Sache, die, wallahi, ich verstehe das nicht. Dass sich Leute, wenn die sich nicht mehr verstehen, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, und schaut er nicht, ich werde euch ein Vers sagen vom Koran, wo Allah azza wa jalla über diese Angelegenheit spricht. Und zwar über ein, und das, subhanallah, wallahi, die Religion von Allah subhanahu wa ta'ala ist sowas von schön und sowas von perfekt, eine Perfektion, die seiner Majestät gebührt, subhanallah. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala sagt über Leute, einen Mann und eine Frau, die Interesse haben zu heiraten. Ja, sie haben Interesse zu heiraten. Und sie haben vielleicht eine Sitzung und sie haben sich jetzt gesehen und kennengelernt oder mehrere Sitzungen gehabt und sie haben sich kennengelernt und gesehen und so. Sie haben jetzt geplant zu heiraten. Sie haben nur geplant zu heiraten.
Sie haben miteinander geredet und sich gesehen und zusammengesessen etc. Sie wollten heiraten. Und dann ist das nicht dazu, und dann ist das nicht zu der Ehe gekommen. Ja? Und es ist nicht zur Ehe gekommen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt über diese, ja, am Ende, bevor die den Ehevertrag gemacht haben, irgendwie, sie haben, keine Ahnung, Auseinandersetzungen gehabt oder in einer Sache sich nicht geeinigt, dann haben die gesagt, nein, khalas, wir heiraten nicht mehr. Wisst ihr, was Allah subhanahu wa ta'ala über diese Leute sagt oder zu diesen Leuten sagt? Die haben nur Heiratsgespräche geführt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt über sie, وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. Und vergisst nicht die Güte, die zwischen euch beiden war. Ja? Allah sagt über diese zwei Leute, die haben noch nicht mal geheiratet. Die hatten nur, ja, erstmal die erste Sympathie war da und vielleicht ein paar Mini-Gefühle, kleine Mini-Gefühle. Subhanallah. Ja, vielleicht, ja, vielleicht die Frau, das Mädchen war vielleicht schon verliebt oder vielleicht beide, ja, Schmetterlinge in der Suppe oder im Bauch und so und diese Sachen und dann, subhanallah, und dann kommt es dazu, dass sie gar nicht heiraten. Und dann, was passiert, subhanallah? Allah sagt über diese Leute, وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. Und vergisst nicht die Güte zwischen euch war, die zwischen euch war. Und ganz ehrlich, liebe Geschwister, dann frage ich mich und euch, wie ist denn dann erst diese Güte, die zwischen einem Mann und einer Frau waren, die jahrelang miteinander gelebt haben, miteinander geschlafen haben, miteinander Kinder bekommen haben, miteinander glücklich waren und gelacht haben und sich geliebt haben, wie ist dann die Güte zwischen ihnen, die man nicht vergessen soll? Ja, subhanallah, diese Kinder, die man zusammen bekommen hat, von beiden, Mann und Frau, das vergisst man einfach so. Und dann, wenn man sich streitet, wenn man sich trennt, Krieg, als wäre das Shaitan. Ja, Krieg und subhanallah, beleidigen und schlagen und die Eltern beleidigen. Was ist das? Wallahi, das ist kein Islam und das ist nie und nimmer islamisches Benehmen. Wenn du Muslim bist, dann sei Muslim in jeder Hinsicht. Wenn du sauer bist, auch wenn du sauer bist, sei ein Muslim. Du kannst dich einfach beleidigen und fluchen und Schimpfwörter sagen, die unter der Gürtellinie sind. Allah subhanahu wa ta'ala verabscheut das. Mit den authentischen Hadithen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah verabscheut Worte, die unter der Gürtellinie sind. Auch im Streitfall. Ja, Allah subhanahu wa ta'ala erlaubt, dass man vielleicht seine Stimme erhebt, wenn einem Unrecht getan wird. Aber Allah erlaubt nicht, dass du einfach, ja, die Faust rausholst. Allah erlaubt nicht, dass du beleidigst und fluchst und die Eltern beleidigst oder sonst irgendwelche Sachen. Ja, oder Schimpfwörter, die wie zum Beispiel bei manchen Familien, wenn es Streit gibt, dass der Mann seine Frau mit den übelsten Schimpfwörtern beleidigt. Und ganz ehrlich, wir leben in einer Zeit, das ist ja eine Sache, die weit verbreitet ist, aber wir leben in einer Zeit, wo sogar die Frauen auch die Männer beleidigen und vielleicht die Mutter der Frau, des Ehemannes beleidigt wird und so weiter und so fort. Wallahu musta'an. Wallahu musta'an. Und das ist, liebe Geschwister, eine Sache, die sehr, sehr schlimm ist. Und da, wo wir Muslime noch sehr, sehr viel lernen müssen. Wenn du dich scheiden lässt von deiner Frau, erstens, vergiss nicht die Güte, die du mit dieser Frau hattest. Vergiss nicht diese ganzen Momente und Stunden und Jahre, die du glücklich warst, wo Allah subhanahu wa ta'ala dein Herz gefüllt hat mit Glückseligkeit, wo du mit ihr gelacht hast, wo sie für dich gekocht hat und geputzt hat und deine Sachen gewaschen hat. Subhanallah. Vergiss nicht diese Kinder, die ihr zusammen gezeugt hat und dass ihr ineinander quasi miteinander geschlafen habt, ja, und intim geworden seid. Mit der Gnade Allahs und mit der Erlaubnis Allahs. Und du hast, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, und ihr habt, yani ihr Männer habt ihre Genitalien halal bekommen mit dem Namen Allahs. Ja, Bismillah. Mit dem Namen Allahs. Man heiratet mit dem Namen Allahs, mit Bismillah. Und man schläft miteinander mit Bismillah, mit dem Namen, im Namen Allahs. Ja, ist dir diese Frau halal geworden. Und deswegen hat man das nicht zu vergessen. Und ganz ehrlich, Minimum, ja, natürlich, wenn man sich scheiden lässt, ist es ja meistens so, dass man sich nicht versteht, dass man Streit hat, dass man Probleme hat. Aber das, was Minimum ist, diese Frau, die du hast scheiden lassen, sie ist deine Schwester im Islam. Diesen Mann, den du hast scheiden lassen, Schwester, das ist dein Bruder im Islam, ob du willst oder nicht. Er hat Rechte. Oder diese Schwester, diese Ex-Frau von dir, sie hat Rechte. Sie hat Rechte als Schwester im Islam. Deine Nachbarn, die Kuffar sind, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat dir gesagt, dass sie Rechte haben.
Und die haben Rechte und die haben gewaltig viele Rechte. لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت حتى ظننت أنه يورث كما قال صلى الله عليه وسلم. Der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم sagte: Immer wieder hat Allah Jibril, Gabriel, Friede und Segen auf ihm, zu mir geschickt. Allah Azza wa Jalla schickt den gewaltigsten Engel immer und immer wieder zum gewaltigsten Menschen auf dieser Erde, zu Muhammad صلى الله عليه وسلم, zu dem Botschafter Allahs, um ihm immer und immer und immer wieder daran zu erinnern, sei gut zu deinen Nachbarn, sei gut zu deinen Nachbarn. Bis der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم sagte, dachte, er bekommt einen Anteil vom Erben. So oft kam Jibril zu ihm. Und liebe Geschwister, damit ist hier in diesem Hadith ist nicht gemeint, dass der Nachbar ein Muslim ist. Sondern wenn der Nachbar kein Muslim ist, dann hat er diese Rechte. Wenn er Muslim dazu ist, dann hat er zwei Rechte. Das Recht des Nachbarn plus das Recht des Muslims. Und wenn er ein Familienangehöriger ist, dann hat er drei Rechte. Das Recht der Familie und das Recht des Glaubensbruder und das Recht des Nachbarn. Deswegen stellt euch mal vor, liebe, das ist nur ein Nachbar. Jemand, mit dem hast du nichts zu tun. Und der ist Käfer, ist ein Ungläubiger. Du hast dein Wala und dein Bara für Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Du behandelst ihn gut, weil er dein Nachbar ist, aber er ist ein Ungläubiger, ein Mushrik. Adullah, subhanallah. Aber deine Ex-Frau ist eine Muslima, ist eine Dienerin Allah subhanahu wa ta'ala. Und du bist, ob du willst oder nicht, siehst seine Schwester im Islam. Und dein Ex-Mann ist dein Bruder im Islam. Ob man will oder nicht, innamal mu'minun ikhwa. Allah subhanahu wa ta'ala hat das bestimmt. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, liebe Geschwister, dass wir das wissen. Ja, es gibt Leute, die, subhanallah, die tun dann so, als wäre das der größte Satan auf dieser Erde. Und ich habe euch das Beispiel gegeben. Allah sagt, وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. Und vergiss nicht die Güte, die zwischen euch war. Diese Barmherzigkeit und das Gute, was ihr miteinander hattet. Diese Güte, vergiss das nicht. Das ist ein Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala. Und das war nicht mal für die Leute, die verheiratet waren. Nur die Absicht hatten, subhanallah. Geschweige denn mehr. Und deswegen ist das, liebe Geschwister, wichtig. Weil eine Sache, ich habe ja sehr, bin sehr oft, werde ich damit konfrontiert mit diesen Eheproblemen und Familien, die mit den Ehen, die Eheprobleme haben, dass zum Beispiel oft man heiratet, einer heiratet einfach eine Frau oder eine zweite Frau oder wie auch immer, und dann, wenn die Streit haben, er sagt, ich lasse dich nicht scheiden. Ja? Er lässt ihn nicht scheiden. Ich lasse dich nicht scheiden, damit sie quasi so hängt und damit er sie bestraft. Ist das Islam? Ist das ein islamisches Benehmen? Ist das Koran? Nein. Koran hat genau das Gegenteil gesagt. Allah subhanahu wa ta'ala befiehlt im Koran, وَلَا تَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَ. Und wenn ihr entweder behalte sie بالمعروف, أو فارقوهن بالمعروف. Entweder halte sie im Guten oder lass sie im Guten gehen. وَلَا تَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَ. Und lass sie nicht hängen. Ein Befehl von deinem Schöpfer, subhanallah. Wallahi, ich habe so oft diese Sache gehört, dass Männer dann extra solche Sachen machen. Ja, der will seine Frau, oder, der ist ja nicht mehr mit ihr zusammen und gar nichts, aber der will ihr eine reinschieben. Ja, der will ihr einen reindrücken und der will sie yani unterdrücken und er will sie bestrafen. Das ist kein Islam, was du da machst. Du hast genau entgegen dem Koran gehandelt. Allah subhanahu wa ta'ala befiehlt dir genau das Gegenteil. Und das ist nicht Islam und das ist kein schönes Benehmen. Das ist Benehmen von Kuffar oder von, auf jeden Fall nicht vom Islam. Weil Islam ist Rahma und Barmherzigkeit und gutes Benehmen. Als Aisha radiallahu anha gefragt wurde, wie war das Benehmen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was hat sie gesagt, radiallahu anha? Sie sagte, sein Benehmen war, yani das Benehmen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sein Charakter, war ein Koran auf Füßen. Ein Koran, der Koran. Siehst du den Koran? Weil er diese Sachen alle praktiziert hat. Er hat das praktiziert, was im Koran steht. Mit allen Menschen, mit seinen Feinden war der so. Sogar mit seinen Feinden war der, zumindest, er war natürlich gerecht. Ja? Natürlich auf dem Schlachtfeld bist du auf dem Schlachtfeld, aber im Allgemeinen, wenn du nicht auf dem Schlachtfeld bist, er war mit den Kuffar, mit den Mushrikin, mit den Yahud, wenn es nicht im Krieg war, war der mit ihnen barmherzig und er hat ihnen gegeben. Eine von den acht Leuten, die Zakat bekommen im Koran, in Surat Tauba, إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in der 9. Surah des Koran, wahrlich die Sadaqa, hiermit gemeint die Zakat, ist für acht Leute bestimmt. Ja? Al-Fuqara, al-Masakin, al-Amlina, al-Mu'allafa, al-Qulub. Nummer 4, deren Herzen man gewinnt. Allahs Gesandter, sallallahu alaihi wasallam, er hat einfach
Geld gehabt oder Beute gehabt oder so. Der hat einfach den Kuffar, hat einfach Geld geschenkt. Viel geschenkt. So viel. Mehr als den Sahaba. Viel mehr sogar. Ja? Um ihre Herzen zu gewinnen. Für den Glauben, für die Wahrheit, fürs Paradies. Das war sein, ja? Und geschweige, das sind jetzt Kuffar, geschweige, wie der mit den Muslimen umgegangen ist. Subhanallah. Subhanallah, ja? Und deswegen, liebe Geschwister, müssen wir diese Sachen unbedingt lernen als Muslime. Wir können aber nicht sagen, ja, ich bin Muslim, ich habe einen Bart, ich bin Gottes. Was ist dein Bart? Ist nicht, zeigt gar keinen Gottesfurcht, gar nichts. Ja, Fußballspieler haben, Kuffar haben Bärte. Hippies und keine Ahnung, jeder hat einen Bart heutzutage. Das macht einen nicht zum Gottesfürchtigen. Und deswegen ist es wichtig, Jazakumullah khairan, dass wir diese Sachen verstehen. Dass wenn es zur Scheidung kommt, auch während der Scheidung sei ein Muslim, sei ein Gläubiger, sei einer, der islamisches Benehmen hat und Koran praktiziert. Auch bei der Scheidung. Auch wenn du zum Beispiel, du hast einen Geschäftspartner gehabt, ihr habt euch nicht verstanden, wie auch immer, ihr geht auseinander, geh auseinander mit Islam, mit Barmherzigkeit, mit den Gesetzen von Allah subhanahu wa ta'ala. Im Islam findet man Lösung für alles. Ja, für alles. Dann, liebe Schwester, gehen wir weiter, inshallah. Das wollte ich nur auch noch unbedingt mit euch teilen, weil das sind Sachen, die ich immer wieder erlebe, diese ganzen Kriege zwischen den Eheleuten und Allahu musta'an, yani diese Probleme, in denen wir leben. Kommen wir, inshallah, weiter. Ist die Frau, die sich hat scheiden lassen, ist es für sie eine Schande? Ist diese Frau weniger wert? Ist diese Frau, khalas, ihr Leben ist vorbei? Nein, liebe Geschwister. Never ever. Niemals. Niemals. Warum? Liebe Geschwister, unsere Mutter, meine Mutter und eure Mutter, unsere Mutter, ja, Khadija radiallahu anha, Khadija bint Khuwailid radiallahu anha, eine der vier besten, vollkommensten, wunderschönsten Frauen, die Allah auf dieser Erde erschaffen hat. Von allen Frauen. Sie mit ihrer Tochter Fatima, mit der Frau von Pharaon Asya und mit der Mutter von Isa, Jesus a.s. Die vier besten Frauen, die Allah erschaffen hat. Diese Frau, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat sie geheiratet. Sie war geschieden. Sie hatte schon Ehen vor ihm gehabt. Ja? Und daraufhin hat sie das Beste vom Besten, den allerbesten Menschen bekommen, den Propheten Gottes, subhanallah, als Ehemann bekommen. Und sie ist unsere Mutter, die Mutter der Gläubigen. Wa azwajuhu ummahatukum, wie Allah sagt im Koran. Ja? Und deswegen, liebe Geschwister, das reicht als Beweis. Ja? Das reicht als Beweis, eine Frau, die geschieden war, und viele Frauen, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam geheiratet hat, alle außer Aisha, waren geschiedene, verwitwete Frauen, die vorher schon geheiratet haben. Ja, schon verheiratet waren mit anderen Männern. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat sie geheiratet. Und die sind alle Frauen des Propheten sind die Mütter der Gläubigen. Und sind unsere Vorbilder. Und sind Leute, die wir lieben. Das ist die Familie des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das sind die Vorbilder des Islams. Die den Islam sozusagen zu 100% praktiziert haben. Uns vorgelebt haben. Und uns überbracht haben. Ja? Und das waren geschiedene Frauen. Das waren geschiedene Frauen. Und deswegen, liebe Geschwister, Jazakumullahu khairan, ist überhaupt nichts dabei, ja? Eine Frau, die geschieden ist, und selbst wenn eine Frau mehrere Male geschieden ist, das deutet nicht unbedingt darauf, es kann sein, eine Frau, die mehrmals geschieden war, kann schlecht sein. Eine Frau, die nur einmal geschieden war, kann schlecht sein. Eine Frau, die noch nie geschieden war, und sie ist verheiratet, kann schlecht sein. Und eine Frau, die noch nie verheiratet war, kann schlecht sein. Ja? Also eigentlich, jede Frau kann schlecht sein und jede Frau kann gut sein. Ganz gleich, ob sie verheiratet ist oder geschieden oder verwitwet oder Single oder was auch immer. Ja? Jede Frau kann gut oder schlecht sein. Und deswegen, eine Frau, die geschieden ist, sie ist nicht, hat nicht weniger Würde oder Ehre im Islam. Keineswegs. Keineswegs. Ja? Und das sehen wir anhand dieser Beweise und anhand unserer Mütter. Ja, unserer Mütter. Und deswegen, liebe Geschwister, ist es wichtig, dass wir diese Sachen sehen. Und dass wir auch nicht so sehen, dass eine Frau, die geschieden ist, und eine alleinerziehende Mutter, dass sie weniger Wert hat in der Gesellschaft, oder dass man sich blamiert, wenn man diese Frau heiratet, oder, nein, der Prophet Muhammad hat sie geheiratet. Ja? Der beste Mensch, den Allah erschaffen hat, der Botschafter Allahs, der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, hat sie geheiratet. Wenn es für ihn keine Schande war, dann wird das für dich erst recht keine sein. Und dann ist auch diese Frau, hat keine Schande. Warum sollte sie das auch? Ja?
Und sie zählt dann nicht mehr oder weniger, nicht besser oder schlechter als ein Mann, der geschieden ist. Ja? Und deswegen ist es wichtig, dass wir diese Sachen inshallah richtig verstehen und diese Frauen auch genauso schätzen und genau denselben Stellenwert geben, ja, denselben Stellenwert geben wie eine Frau, die noch nie geheiratet, noch nie verheiratet war. Natürlich ist es manchmal schwerer, ja, für eine Frau zu heiraten, wenn sie schon Kinder hatte. Manchmal ist es schwerer, natürlich. Warum? Weil oft die Männer das nicht wollen. Und es hat verschiedene Gründe. Ja? Manche sagen, ja, okay, wenn ich diese Frau heirate, ich habe Angst, das Kind nicht so, ne, mit ihm umzugehen oder ihm die Rechte zu geben, die er hat, oder mit ihm gut umzugehen oder mit ihm gleich umzugehen wie mit meinen eigenen Kindern. Manche sagen dann, ich habe Angst, dass immer Stress bleibt und Probleme bleiben mit dem Ex-Mann, weil der will immer das Kind sehen und abholen und kommen. Und da ist, solche Sachen gibt es, ja. Und deswegen hat der eine oder andere davon Angst oder Respekt oder wie auch immer. Aber ganz ehrlich, ich kenne Brüder, die Frauen geheiratet haben mit mehreren Kindern. Manche von denen, mashallah, die leben wirklich glücklich und alles ist in Ordnung. Ja, das heißt nicht unbedingt, dass es dann automatisch so sein wird, dass das Leben dann schwer wird und kompliziert. Und wallah, es gibt Familien, die geheiratet haben und alleinerziehende Mütter geheiratet haben und sie leben miteinander und sie sind glücklich und alles ist in Ordnung. Ja? Und am Ende des Tages ist das alles eine Gnade von Allah subhanahu wa ta'ala. Und genauso, es kann genauso sein, dass du eine Frau heiratest, die noch nie verheiratet war und du wirst mit ihr nicht glücklich. Ja? Es kann sein, dass du eine Frau heiratest, aber die hat schon ein Kind oder mehrere Kinder von einer anderen Ehe und mit ihr bist du aber glücklich, weil ja, Allah hat zwischen euch mehr Barmherzigkeit oder Segen legt. Kann sein, kann so oder so sein. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diese Sachen dass wir diese Sachen richtig beurteilen. Und was auch wichtig ist, liebe Schwester, der Mann, der eine Frau heiratet, die vielleicht schon geschieden ist und Kinder hat und mit ihr gut umgeht, dass er gegebenenfalls dafür mehr belohnt wird, dass er zusätzlich belohnt wird dafür, ja, dass er eine Frau unterstützt, die alleinerziehend ist, dass er dafür belohnt wird extra. Oder ein Mann, der zum Beispiel eine zweite Frau heiratet, weil es heutzutage so viele alleinerziehende Frauen gibt und es gibt viele Regionen und Länder in dieser Welt, wo es viel, viel mehr Frauen gibt als Männer. Und es gibt wirklich auch Zahlen in bestimmten Ländern, wo es in Ländern Hunderttausende oder Hunderttausende Frauen gibt, die nicht verheiratet sind und nicht heiraten können und die schon 40 Jahre alt sind. Und diese Frauen zum Beispiel, die möchten auch gerne geliebt werden und Kinder bekommen etc. Und deswegen, wenn ein Mann zum Beispiel eine zweite Frau heiraten sollte und er dann zum Beispiel eine Frau heiratet, die auch dann vielleicht Kinder aus erster Ehe hat, und mit ihr, um sie zu unterstützen, ja, mit der Absicht, vielleicht hat er andere oder verschiedene Absichten, dann wird er auch dafür extra belohnt von Allah subhanahu wa ta'ala mit seiner Absicht. Innam al-amalu binniyat. Na'am. Jazakum Allah khairan wa barakallahu fikum. Inshallah dazu, zu dieser Sache. Nächste Frage, die mir jetzt gerade einfällt, muss man die, muss man die Ehe, wenn wir Probleme in einer Ehe haben, ja, Streit, man ist nicht mehr glücklich etc., wie viel muss man aushalten? Wie viel muss man aushalten? Als Mann und als Frau, ja, wie viel muss man aushalten? Wann, ganz ehrlich, es ist ja unterschiedlich von Ehe zu Ehe. Und auch der Mensch selbst, ja, der eine hat viel Sabr und kann einiges aushalten und so, und der andere ist gar nicht so. Ja, der eine, es gibt ja, jeder Mensch ist anders und jedes Individuum ist anders. Deswegen muss man jede Familie für sich, individuell beurteilen, jeden einzelnen Fall einzeln beurteilen. Aber im Allgemeinen, liebe Geschwister, wenn eine Frau, besonders eine Frau zum Beispiel, diese Ehe nicht mehr ertragen kann, man soll Geduld üben, weil Geduld ist eine der besten Taten im Islam. Und letztendlich, man muss daran denken, und ich gebe diesen Tipp auch immer, wenn ich angeschrieben werde, ja, weil es gibt immer wieder Schwestern, die beklagen und so, und die können das nicht mehr aushalten, und der eine ist so und der andere ist so grob und so hart oder gibt ihre Rechte nicht auf verschiedene Arten und Weise etc. Aber es ist unterschiedlich. Ja, manchmal wirklich, also ich wurde manchmal gefragt, da habe ich mir gedacht, Subhanallah, wenn du wüsstest, was bei anderen los ist, ja,
Wirklich, manche Leute beschweren sich, das ist gar nichts, das ist Kindergarten. Da braucht man sich gar nicht manchmal darüber beschweren. Du lebst ja nicht im Paradies. Ja? Und du lebst ja nicht dein Mann ist ja nicht der Prophet oder ein Engel. Ja, natürlich hat er Schwächen und Fehler, genauso wie du Schwächen und Fehler hast. Ja? Ein bisschen muss man aushalten. In beide Richtungen. Ein bisschen muss man ertragen. Ja, aber der hat ja nicht nur Schlechtes, er hat ja auch Gutes. Ja, man ist ja mit ihm glücklich auf irgendeine Art und Weise hier und da. Und deswegen muss man auch einiges auch aushalten. Ja, und Sabr ist immer eine Sache. Yani, wir leben diese Prüfung in dieser Dunya. Yani das ganze Leben ist Geduld. Das ganze Leben ist Geduld. Ja, du musst Geduld haben mit den guten Taten. Du musst Geduld haben, keine schlechten Taten zu machen. Du musst Geduld haben, Krankheit, dies, das. Ja, Allergie hier und da, Prüfung und Geld verloren und so 1.000 Millionen Prüfungen hat man jeden Tag. Ja, so viele Sachen passieren im Leben. Jeden Tag hat man irgendwas. Ja, die Kinder sind so, der hat dich genervt, der hat dich beleidigt, der hat über dich schlecht geredet, der hat dich abgezogen. Das ganze Leben ist so. Ja, auch so, du bist krank und du musst beten, du musst fasten, du musst spenden, du musst dies machen, du darfst nicht das machen, das ist Haram, das ist verboten, das bringt dich in die Hölle. Das alles, du musst für alles musst du Geduld aufbringen. Ja, und deswegen ist Geduld immer wieder, liebe Schwester, oft wenn mir fällt oft gar nicht ein, worüber ich einen Vortrag machen soll. Und manchmal, ehrlich gesagt, überlege ich erst, wenn ich die Kamera schon einschalten will, überlege ich, worüber ich reden soll. Außer jetzt, wenn ich das wie jetzt heute oder die letzten Tage mal angekündigt habe. Aber manchmal, ich weiß wirklich gar nicht. Bin manchmal, subhanallah, gehe ich auf den, auch wenn ich manchmal gepredigt habe oder so, da habe ich manchmal schon angefangen zu reden und habe mir währenddessen überlegt, worüber ich reden soll, weil ich es manchmal ist es halt so spontan, dass man irgendwie irgendwo gerufen wird. Aber am Ende des Tages, oft überlege ich einfach und dann denke ich einfach, ich komme immer auf diesen Gedanken, Sabr. Ja, einfach Sabr. Die Andrea muss, glaube ich, auf Toilette. Einen Moment. Okay, also deswegen denke ich einfach oft, ich denke oft einfach immer über Geduld reden. Geduld ist einfach das Beste. Ja, Geduld hat die größte Belohnung. Geduld bringt dich einmal ins Paradies. Geduld ist die schönste Eigenschaft, die der Mensch haben kann. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagt im authentischen Hadith, und der Mensch bekommt keine größere Gabe von Allah subhanahu wa ta'ala, als die Gabe der Geduld. Ja, Geduld zu haben, Geduld zu besitzen, dass, wenn Allah dir Geduld gegeben hat, Masha, du bist Milliardär. Weil du kommst mit so vielen Sachen klar. Und so weiter und so fort. Wie auch immer, liebe Geschwister, es ist sehr, sehr wichtig, dass man Geduld hat. Aber natürlich hat jede Geduld auch, quasi fast jede Geduld auch ein Ende, ja, und wo man nicht mehr kann. Und da, wo du nicht mehr kannst, Allah verlangt nicht von dir mehr als das. Ja? Allah verlangt nicht von dir, dass du aushältst, wenn dein Mann denkt, er macht zu Hause mit dir Kung Fu, Bruce Lee Filme oder der ist im Käfig mit dir, macht mit dir MMA-Kampf, ja? Musst du nicht aushalten. Wenn du deinen Mann extrem verabscheust, warum? Weil der hat dich die letzten 10 Jahre terrorisiert, beleidigt, das, deine Rechte genommen, dich entwürdigt, dich kaputt gemacht, zerstört, du hast Depressionen und du denkst schon, und Wallahi, heute ist ein Bruder zu mir gekommen hier, hat bei mir geklopft, hat mit mir geredet und der hat ein Problem, das ist seine Mutter. Seine Mutter ist konvertiert vor 25 Jahren. Ja, subhanallah, vor 25 Jahren konvertiert. Sie haben 7 Kinder zusammen. Und subhanallah, diese Frau, sie hat Arabisch gelernt. Sie hat Koran gelernt. Ich glaube, sogar mehrere Koran-Rezitationen kann sie. Sie unterrichtet Arabisch und Koran und so weiter und so fort. Dieser Mann hat sie terrorisiert, hat sie zerstört, kaputt gemacht, dass sie jetzt abgehauen sind von zu Hause. Die sind jetzt zum Sohn abgehauen quasi, der zu mir gekommen ist. Die sind schon erwachsen. Der Sohn ist schon erwachsen. Und er sagte zu mir, Bruder, meine Mutter hat so einen starken Iman und Glauben, etc. Und er sagte meine Mutter ist so gläubig, aber er hat die so zerstört, dass sie an Selbstmord denkt. Ja? Dass sie an Selbstmord denkt, subhanallah. Und die Kinder, die anderen von ihm, manche sind klein, Töchter, 5 Töchter, manche sind noch klein und manche sind schon erwachsen, 17, 18 und 20. Er meinte, die Töchter und die Kinder haben gesagt, wenn die zurückgeht, die gehen nicht mit zurück, die gehen einfach zur Polizei oder zum Heim oder sie wollen nicht zurück. Ja? Und es gibt Leute so, die so theorisieren, die sind einfach, das ist einfach, der Typ ist nicht normal, der ist Psychopath einfach. Natürlich muss man mit so einem Menschen nicht weiterleben. Ja? Muss man nicht. Muss man nicht, wenn du absolut unglücklich bist. Ja? Wenn er Eigenschaften hat, die nicht gut sind und so,
Hab Sabr, mach Sabr, mach Dua, dass Allah ihn recht leitet. Wallah, und ich habe das schon gehört, ich habe es von Gelehrten gehört. Ja? Von Gelehrten gehört, dass manche so sich beschwert haben und so weiter und so fort. Und der Gelehrte den Schwestern, der Geschwister ans Herz gelegt hat, nachts aufzustehen im letzten Drittel der Nacht und Bittgebete zu machen, dass ihr Mann, dass Allah ihr Mann recht leitet. Ja? Und dann hat sie das gemacht. Und dann hat sie das gemacht, subhanallah. Und danach ist der Mann ist auf einmal, der hat sich verändert. Allah hat ihn verändert einfach. Ja? Und er ist barmherzig geworden und so, die sind glücklich, Alhamdulillah. Ja? Und es kam nicht zur Scheidung und nichts. Aber das ist ja wie von Fall, von, also man, am Anfang muss man Geduld haben. Wenn man neu heiratet, muss man Geduld haben. Du kannst nicht heiraten, nach einer Woche sagst du, Khalas, Scheidung. Hey, warte doch mal. Wo hast du denn Sabr gehabt? Ja, okay, der ist, ihr kanntet euch vielleicht vorher nicht und so. Habt mal Geduld, sachte, ganz ruhig. Ja, klär das, bring einen Eheberater, einen Scheich oder sonst irgendwas, einen Bruder, deinen Vater, sein Vater, Onkel, wen auch immer. Und red mal miteinander und dies und das. Und hab mal Geduld am Anfang, eine Woche, was ist das für eine Geduld? Die haben ja, keine Ahnung, so Mini-Ameisen haben ja Doktortitel an Geduld, wenn du eine Woche eine ja, nee, schon die Scheidung haben willst. Wobei, in einer Woche kann heute auch viel passieren. In der Zeit, in der wir leben, ist alles möglich. Aber, ja, Geduld haben ja nicht, subhanallah. Ich sage euch mal, meine Großeltern, ja, meine Großeltern, die sind ja über 70 Jahre verheiratet. Und wallahi, die sind wie Katze und Maus. Aber richtig Katze und Maus, ja. Und Katze und Maus hört sich gut an. Also, aber Scheidung ist tabu bei denen, ja. Scheidung ist absolut tabu einfach. Ja, aber sie leben seit über 70 Jahren, sind sie verheiratet. Subhanallah. Ja, mein Großvater ist fast 100 Jahre alt. Und wenn du die manchmal siehst, wie die miteinander reden, denkst du, das sind Erzfeinde. Ja, das sind Erzfeinde, subhanallah. Aber die leben miteinander. Halas, ich meine, gut, die sind ja sowieso alt und so, ne? Die haben jetzt auf jeden Fall keine romantischen Momente mehr miteinander oder so. Aber Alhamdulillah, yani. Ja, am Anfang muss man auf jeden Fall, liebe Geschwister, Geduld üben. Man muss Geduld üben. Und wenn es auch schwer ist und so, es gibt auch manchmal, man muss auch daran denken, und das gebe ich auch immer als Rat. Nummer eins, diese Person kann sich ja ändern. Ja? Ja, nee, wenn es jetzt gerade erst angefangen hat, vor einem Monat, vor 10 Monaten, ja, nee, vor einiger Zeit hat es erst angefangen und man versteht sich nicht und so. Man muss daran denken, liebe Geschwister, A, jeder einzelne von uns, der Iman, der Glaube, steigt und sinkt. Ja? Dass sie Iman bekommen zu ihrem Iman noch dazu. Das sagt Allah im Koran. Viele Verse im Koran, die das bezeugen, dass der Iman, der Glaube im Herzen eines Menschen, unser Glaube, yani, stärker wird und schwächer wird. Das heißt, jeder von uns hat mal starke und schwache Zeiten. Heute oder diese Woche bist du mal so. Nächsten Monat bist du vielleicht ein bisschen schwächer. Dann machst du vielleicht, ja, ist halt yani, unterschiedlich. Und deswegen, das muss man mit berechnen. Deswegen nicht einfach direkt, ja, es läuft nicht gut, direkt Khalas, Scheidung, fertig. Ja, sondern am Anfang erstmal sachte, langsam. Ja, langsam. Vielleicht hat er gerade eine schwache Zeit und so ist er bei uns allen so. Ja, alles ist Qadar. Und keine Fragen stellen, ja. Alles ist Qadar. Ja, und deswegen, jeder von uns hat doch so, ist ja nicht so, dass dein Ehepartner, er hat jetzt mal eine schlechte Phase oder so, dass er ein bisschen schwächer geworden ist, dass er ein bisschen er nachgelassen hat, dass er nicht mehr so ist. Ja, und es ist ja bei dir genauso. Dein Iman ist ja auch nicht immer gleiche Stufe, kann ja gar nicht sein. Es ist mal stärker, mal schwächer. Mal bist du besser, manchmal bist du nicht so gut. Manchmal ist wenn du stärkeren Iman hast, erzählt, manchmal ist deine Geduld stärker, manchmal ist sie schwächer. Und deswegen, und was man auch mit berechnen soll, liebe Geschwister, in diesem Zusammenhang, dass man auch geduldig sein muss, weil man kennt ja das Leben. Der Mann, er ist dazu verpflichtet, Geduld zu üben, wenn ihre Hormone verrückt spielen. Ja, einmal im Monat mindestens, einmal im Monat, ja, hat sie bei ihr ihre Hormone machen in Achterbahn und so. Auf einmal dies so, aber das merkst du ja normalerweise, ja. Wobei eigentlich, es kann manchmal sein, dass man das zum Beispiel, wenn man jung ist, wenn man 20 ist oder so, jung ist und jung geheiratet hat, dass man das noch nicht so sieht, ja, diesen Unterschied sieht und so.
und das bemerkt und dann ist man hart und man fängt an Streit zu machen und so, aber die Frau hat manchmal ihre Menstruation und wenn sie ihre Menstruation hat oder ihr Wochenbett hat, ist ihr Hormonspiegel anders, ja, und die ganzen Hormone spielen verrückt und dann hat sie gar keine Geduld oder ist hart oder ist so Psychopath manchmal einfach. Denkst du ihm an, manchmal denkst du so, guckst sie so an, denkst du, hey, was ist mit dieser Frau los, ja? Aber normal, aber du bist als Mann, solltest du dann geduldig sein. Ja, dann guckst du sie an so seitlich und dann denkst du einfach so, okay. Ja, in deinem Kopf sagt er, okay. Dann sei einfach ruhig, lass einfach. Die redet oder sagt dir irgendwas oder schmeißt dir was an den Kopf oder sagt dir, mach selber oder so. Lass sie, easy, ja? Das ist ja, kann ja nichts dafür, die ist ja normalerweise nicht so. Ist ja noch nicht ihr Dauercharakter, ist so, sondern es sind so, Allah hat sie so erschaffen, ja? Und genauso andersrum. Sollte die Frau auch manchmal denken, ja, der Mann, der hat ja auch manchmal seinen Stress. Er geht raus, er geht arbeiten, der eine ist selbstständig, der andere hat dieses oder jenes und er hat Probleme auf der Arbeit oder finanzielle Probleme oder Druck oder sonst irgendwas, ja? Und deswegen hab Geduld mit ihm, dass er momentan schneller gereizt ist, ja? Und so weiter und so fort. Deswegen, man muss Geduld üben, definitiv, als Mann und als Frau. Man muss Geduld üben. Ja? Weil das wirst du ja mit anderen Ehepartnern auch haben. Das ist ja nicht nur dein Ehepartner jetzt hat dieses Problem. Jede Frau, die du heiraten wirst, die wird ihre Menstruation, ihre Tage haben, wo sie die einen mehr, die anderen weniger verrückt werden, ja? Oder ein bisschen anders sind. Und deswegen muss man geduldig sein. Und genauso auch die Frau mit dem Mann. Aber, liebe Geschwister, und noch eine Sache, noch einen anderen Tipp, den ich immer dazu gebe, wenn ich diesbezüglich, weil manche sagen auch, ja, wenn man euch anspricht und fragt wegen Scheidung, dann sagt ihr, und die Schuyuch sagen immer, Geduld, 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 Geduld. Ja, egal, man wird von dem Mann zerstückelt und man wird, keine Ahnung, und dann immer soll man Geduld, Geduld, Geduld. Nein, liebe Geschwister, es ist nicht so der Fall. Aber ganz ehrlich, wenn einer das allererste Mal zu mir kommt, eine Frau oder eine Familie, natürlich sage ich ihnen am Anfang, hab Geduld und so. Ich weiß, ich frage, okay, die haben Kinder. Eine Scheidung ist auch nicht immer so gut. Das, was danach passiert, ist auch nicht immer schön. Ja? Oder die Zeit, die danach kommt, ist ja auch nicht immer einfach oder leicht oder schön. Manchmal ist es schwer. Manchmal ist es schwer. Warum? Weil danach Einsamkeit, manchmal schwer einen Partner zu finden, den richtigen Partner zu finden, im Allgemeinen ist ja heute schwer. Sogar bist du solo. Ja? Es gibt viele Frauen, die haben noch nie geheiratet. Jung, studiert oder nicht oder schöner. Manchmal ist es schwer zu heiraten, einen guten Partner zu finden. Geschweige denn, dass man dann vielleicht schon 30, 40 ist oder so und dann schon ein paar Kinder hat aus der ersten Ehe oder aus den ersten Ehen. Dann ist es manchmal schwerer. Es ist nicht immer schwer. Es gibt Frauen, Allah hat es denen leicht gemacht, weil sie vielleicht sehr, sehr schönes Erscheinungsbild haben oder einfach so, weil Allah ihnen geben wollte einfach. Es ist einfacher, manchmal auch zu heiraten. Ja? Manchmal ist es so, aber manchmal ist es auch schwer. Und was man unbedingt wissen muss, wenn du dich jetzt scheiden lässt und einen anderen heiraten solltest, es heißt ja, du wirst ja danach nicht irgendwie Abu Bakr oder Umar heiraten. Oder Abu Huraira radiallahu anhu. Du wirst auch wieder einen Mann heiraten, der 2020 lebt, im Jahr 2020. Der auch so ist, der auch so tickt. Ja? Du hast deine Macken, ich habe meine Macken, er hat seine Macken, sie hat ihre Macken. Ja? Und deswegen, liebe Geschwister, barakallahu fikum, ist das A und O, dass man am Anfang definitiv Geduld üben muss. Ja, definitiv. Aber wenn es wirklich irgendwann mal zu viel ist und nicht mehr erträglich ist und eine Frau, Jahannam, lebt auf dieser Erde und es einfach nicht mehr geht und sie es nicht ertragen kann, Allah verlangt von niemandem zu ertragen, was man nicht tragen kann. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Ende von Surat al-Baqarah, La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Im letzten Vers vorletzten Vers, Vers 285, glaube ich, im vorletzten Vers von Surat al-Baqarah, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, es ist
Allah verlangt von einer Seele nicht mehr als das, was sie zu tragen verkraftet. Ja? Allah verlangt, Allah sagt in einem anderen Vers, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, in diesem Vers, und in einem anderen Vers sagt er, لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. Allah verlangt von einer Seele, von einem Mensch, nicht mehr als das, was er ertragen kann. Nicht mehr als das, was, ja, als er Mühe an Sabr hat. Wenn du nicht mehr kannst, kannst du nicht mehr. Halas. Ob du Kinder hast, keine Kinder hast, ist egal. Ja, wenn es, aber das sollte natürlich nicht am ersten, ja, die ersten Male sein, wenn man Streit hat. Oder, wenn man zum Beispiel, wenn du mit deinem Mann 300 schöne Tage lebst im Jahr und 60 Tage Probleme hast, Sabr haben musst, ganz ehrlich, ich sag dir, bleib bei deinem Mann und hab Sabr. Ja? Du hast doch 300 schöne Tage und 60 schwere Tage. Wenn du dich scheiden lässt, erstmal, du wirst einsam sein. Ja? Vielleicht. Natürlich kann man dann sagen, manche Gelehrte haben gesagt, lieber einsam sein, als mit schlimmen Menschen zusammen zu sein. Ja, natürlich, ganz klar. Aber Einsamkeit ist keine einfache Sache, liebe Geschwister. Manche Geschwister, die leiden, weil sie einsam sind. Weil sie alleine frühstücken und alleine Abendessen, alleine ins Bett gehen. Es ist auch eine Prüfung, auch nicht einfach, auch nicht schön, alleine zu leben. Natürlich, wenn du vorher mit einem Psychopath, mit einem Satan gelebt hast, der dir das Leben zur Hölle macht, der keine Barmherzigkeit kennt und kein gutes Benehmen hat und nichts. Natürlich ist dann lieber dann einsam sein als das. Aber was ich nur sagen will, ist, wenn man muss daran denken, dass man danach, wenn man sich scheiden lässt, es kann sein, dass du längere Zeit und längere Jahre einsam lebst. Und manchmal aus der Einsamkeit heraus irgendjemanden heiratest, damit du nicht mehr einsam bist. Auch vielleicht nicht aus diesem Druck heraus, sondern du heiratest dann einfach neu. Und denjenigen, den du neu heiraten wirst, niemand, den du heiraten wirst, er wird zu dir sagen, hey, guck mal, ich sag dir jetzt meine ganzen Schwächen. Ich bin ein Lügner, ich bin ein Betrüger, ich bin ein Geizhals, ich bin gierig, ich bin asozial, ich schlag dich kaputt, wenn ich sauer bin. Wenn das Essen versalzen ist, dann gib ich dir eine Kopfnuss. Never ever wird er dir das sagen. Ja, diese ganzen, ich übertreibe extra ein bisschen, aber nur damit man mich ja nie sozusagen versteht. Was ich jetzt sagen wollte ist, jeder, der heiratet, er sagt, ich bin Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. Ja? Wir sind leider so, der Mensch ist so, leider. Ja? Der Mensch ist einfach so, er zeigt sich am Anfang von seinen besten Seiten. Er will nicht nur eine Frau kriegen, er sagt, ja, ich bin Schrott, ich bin schlecht, ich bin Assi. Ja? Bestenfalls, er wird dir sagen, ich habe auch meine Stärken und Schwächen, so wie du auch und wie jeder Mensch, das ist ja bestenfalls, wird er dir so sagen. Aber dann mit der Zeit, wenn du mit ihm zusammen bist, wirst du, ob man will oder nicht, man wird die Schwächen und die Fehler und man wird das dann mit der Zeit, kommt das heraus. Ja? Dann sieht man das mit der Zeit. Und so ist es einfach, liebe Geschwister. Und deswegen, das heißt, vielleicht wirst du dann mit dem zweiten Mann, ja, du hast dann schon eine Durststrecke hinter dir, konntest deine Bedürfnisse nicht stillen, du warst einsam, du warst vielleicht, keine Ahnung, Trauer, dies, das, jenes. Und dann heiratest du jemanden und mit dem, den du danach heiratest, vielleicht hast du mit diesem Mann dann nur 180 schöne Tage und 180 schlechte Tage, weil jeder zweite Tag ist Streit. Ja? Dann war eigentlich der erste Mann, mit dem du 300 schöne Tage hattest und die meiste Zeit schön ist, bleib mal dem und hab Sabbat für 60 Tage. Ja, dafür hast du 300 schöne Tage. Und deswegen, liebe Geschwister, jeder einzelne Fall muss einzeln untersucht werden und einzeln, ja, nee, deswegen, wenn du mit einer Person gut klarkommst, einigermaßen gut klarkommst oder allgemein schöne Zeit erlebst, aber man hat auch mal jede Ehe, es gibt Ehen, wo wirklich sehr, sehr, sehr selten gestritten wird und wo Allah subhanahu wa ta'ala Segen legt und das sind am meisten natürlich auch die Ehen, wo beide, Mann und Frau, beide Islam praktizieren, also genau den Islam praktizieren, den Koran praktizieren und weil im Islam, wenn man Islam praktiziert, dann praktiziert man Barmherzigkeit, Vergebung, Nachsicht, Geduld, alles. Das ist der Islam. Islam ist das. Das ist Koran. Ja? Und deswegen, wenn man Islam lebt, wenn beide Islam leben, normalerweise
hat man eine schöne Ehe. Und je weniger bei denen Islam ist, und ganz ehrlich, es gibt auch Leute, die, also nicht muslimische Ehen, die glücklich sind. Gibt es oder gibt es nicht? Gibt es, definitiv. Bei diesen Ehen, die leben ohne Islam, aber sie leben mehr oder weniger glücklich. Ja? Die sind zwar, was Jenseits angeht, ist was anderes, und wir kennen das Jenseits von einem Nichtgläubigen, aber ihre Ehe, Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, die Ehe ist aufgebaut auf Barmherzigkeit und Liebe. Ja? Und wenn diese Ehen zum Beispiel, wenn es sogar keine Muslime sind, ja, aber sie sind miteinander, leben sie mit dieser Barmherzigkeit und dieser Liebe, dann können sie selbst sogar dann einigermaßen glücklich miteinander leben. Warum? Weil man hat miteinander Geduld, man hat miteinander Nachsicht, Geduld, dieses und jenes, Geschenke geben und so weiter und so fort. Und deswegen, liebe Schwester, ist es wichtig, dass wir diese Sachen verstehen. Aber, ja, jetzt habe ich alle Tipps quasi, die mir jetzt alle eingefallen sind, gegeben, was jetzt diese Sache angeht, dass man geduldig ist, dass man dies und, aber wenn es wirklich so ist, dass man nicht mehr kann, dann kann man nicht mehr. Und dann ganz ehrlich, dann soll man auch nicht, wenn du jetzt wirklich zu Hause die Hölle auf Erden lebst, ja, dein Mann, der schlägt dich kaputt jede Woche oder und so weiter und so fort, du hast einfach, dein Mann ist Alkoholiker, spielsüchtig oder der ist brutal und schlägt und man kann mit diesem Menschen nicht leben. Ganz ehrlich, scheiden lassen. Ja, auch wenn es danach, Allahu alam, das heißt nicht, dass es danach einfach wird und wunderschön wird, aber es kann schön werden. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَأَنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ. Und wenn sie sich beide spalten, ja, auseinandergehen, so wird Allah jedem von ihnen beiden seine Gnaden schenken und ihnen Gutes geben. Und Allahs Gnaden sind unzählig. Ja? Und deswegen, dann kann man sich auch wirklich trennen und es ist nichts dabei und es ist nicht haram und es ist keine Schande und es ist keine, ja, keine Entwürdigung und es ist nicht, dass es ehrenlos ist oder sonst irgendetwas. Auch wenn das in deinem Heimatland, oder was deine Familienangehörigen sagen, ganz ehrlich, sollen sie sagen, was sie sagen. Mir ist lieber, sie sagen, und das, was sie sagen, ist eine Sünde, die sie begehen, und dafür müssen sie mir eigentlich dann ihre guten Taten geben, weil sie über mich lästern. Aber lieber sagen die etwas über mich, als dass ich jeden Tag 24 Stunden die Hölle lebe zu Hause. Und dann, inshallah, gibt dir Allah etwas Besseres als das, was du vorher hattest. Und Allah ist groß und Allahs Barmherzigkeit ist groß. Ja? Und es kann sein, dass man danach, und das sind ja die Gesetze, dann praktizierst du auch den Islam. Du hast Geduld geübt und du hast Geduld geübt und du hast Geduld geübt, mit Kinder, ohne Kinder. Aber wenn man mit diesen Menschen nicht mehr leben kann, oder wenn dieser Mensch einfach ein Mensch ist, der ein absoluter, ja, Psychopath ist, ja, mit dem man nicht leben kann einfach, der einen terrorisiert, der einen so und so, dann, ja, dann ist die Scheidung vielleicht auch dann besser für beide. Und dann soll er vielleicht eine andere Frau heiraten, die auch so ist wie er, oder am besten soll er gar keine mehr heiraten, und sie soll einen anderen heiraten, und sollen die alle beide glücklich sein und fertig. Und alles ist in Ordnung, in dem Sinne, dass da ist ja nichts Erniedrigendes dabei. Das hat ja Allahs Gesetz, Allah Azzawajal hat ja die Gesetze so gemacht, dass man sich dann trennen kann. Wenn es nicht geht, wenn man zusammen nicht leben kann, dann geht man getrennte Wege und es ist in Ordnung so im Islam. Ja? Und ganz ehrlich, liebe Geschwister, das ABC des Islam, ja, Allah subhanahu wa ta'ala, dass man Respekt hat miteinander, Respekt, das ist ja das Minimum, was du hast und besitzt als Mensch, als normaler Mensch mit allen Menschen, mit Gläubigen, mit Kuffar, mit egal wem auf dieser Erde. Wenn du keinen Respekt hast, dann hast du wirklich das Minimum an ein Mensch sein. Du bist ein Mensch, wenn du dann keinen Respekt hast, mit anderen Menschen nicht respektvoll umgehst, dann bist du eigentlich ein Tier. Weil es ist das Minimum, was man an guten Benehmen hat. Das Minimum. Da fängt der Mensch gerade erst an, quasi. Und das ist mit allen Menschen, mit fremden Menschen, geschweige denn mit deiner eigenen Familie, mit deinem Ehepartner, mit deinen Kindern, mit deinen Eltern. Einer, der keinen Respekt hat,
keinen Respekt kennt, der, ja, Khalas ist sowieso vorbei, subhanallah. Aber trotzdem, wie gesagt, mein Ratschlag an alle Geschwister, am Anfang immer geduldig sein, Geduld üben, ja, Geduld praktizieren. Man wird belohnt. Die Schwester, die geduldig ist mit ihrem Ehemann, der manchmal brutal ist oder hart ist oder ja, herzenslos ist oder ja, wie auch immer, für diese Geduld wird man belohnt. Ja, nicht, dass man denkt, man hat Sabr und Pech gehabt. Nein, du wirst belohnt und belohnt und belohnt für dieses Sabr. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran in Surah Az-Zumar, إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Wahrlich, diejenigen, die geduldig sind, ihre Belohnung wird maßlos sein. Ohne zu zählen. Ohne Ende. Ja, Allah subhanahu wa ta'ala liebt. إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. Allah ist mit denjenigen, Allah ist mit ihnen zusammen, diejenigen, die Geduld üben. Allah wird die Geduldigen belohnen. So viele Verse, so viele Hadithe des Propheten Muhammad, die uns das alles beibringen und zeigen. Ja? Und dann, inshallah, liebe Geschwister, was wollte ich dann? Genau, und dann wollte ich, inshallah, auch mit euch ganz kurz über eine Sache sprechen und vielleicht damit auch erstmal dieses Kapitel abschließen, in dem Sinne abschließen. Ich weiß, ich werde bei diesem Kapitel bestimmt bombardiert mit Fragen. Und weil wir leider alle in solchen Problemen und Ehen leben und in dieser Zeit leben, wo es so viele Probleme gibt in der Ehe und so weiter und so fort. Und leider leben wir ja manchmal in einer islamischen Zeit, in einem islamischen Land, wo es islamische Gesetze gibt, wo du zum Gericht gehen kannst. Ja? Dein Mann, er zahlt, er will die Miete nicht zahlen, er will nicht einkaufen, er will nicht arbeiten, das und das, er will nicht für die Familie quasi ausgeben, was seine Pflicht ist im Islam. Ja? Die Frau im islamischen Land, nach dem islamischen Gesetz, nach der islamischen Scharia, sie geht zum Gericht und das Gericht ruft diesen Mann vor Gericht, er wird vor Gericht geholt. Ja? Und er muss für die Familie sorgen, das ist seine Pflicht. Selbst wenn die Frau Geld hat und er ist arm, selbst wenn die Frau reich ist und der Mann ist arm, der Mann muss für die Familie sorgen. Für diese Frau muss er Miete bezahlen und essen und trinken und das, was man zum Leben, zum normalen Leben braucht. Nicht für Luxus. Nicht, wenn eine Frau sagt, ey, ich will CLS 63 AMG fahren und ich will hier Goldketten und keine Armbänder und ich will eine Rolex und ich will 5-Sterne-Hotel und ich will dieses und jenes. Das nicht, das muss der Mann nicht. Aber der Mann ist dazu verpflichtet im Islam und das sind seine Pflichten. Und der Mann hat Rechte und Pflichten und die Frau hat Rechte und Pflichten im Islam. Ja, aber, trotz allem, liebe Geschwister, der Islam sagt, die Ehe oder die Ehepartner haben, ja, gegenseitig Pflichten und Rechte und Pflichten, sowohl die Frau als auch der Mann, beide haben Rechte und Pflichten. Nichtsdestotrotz ist die Ehe aufgebaut auf Barmherzigkeit. Die Ehe sollte nicht so sein, hey, warte, du musst mir 5 Euro geben, ich muss dir das geben, du musst mir, ich muss dir. Allah hat die Ehe auf Barmherzigkeit gebaut, auf Liebe und Barmherzigkeit. Wenn es wirklich dazu kommt, ja, dass es Probleme gibt, da kann man darüber reden. Hey, du musst ihre Rechte geben. Ja, jemand, der einem anderen die ganze Zeit seine Rechte wegnimmt, der Mann zum Beispiel nimmt die ganze Zeit das Geld der Frau weg, weil er, keine Ahnung was, das darf er nicht. Eine Frau, der Besitz einer Frau ist ihr Besitz und der Mann darf niemals, never ever darf er einen Cent von ihr anrühren. Ja, außer sie gibt es gerne freiwillig. Wenn der Mann zum Beispiel, sagen wir mal, ja, der Mann hat seinen Job verloren, der Mann, keine Ahnung, ist einfach faul oder sonst irgendwas, er darf nicht einfach so von ihrem Geld nehmen. Wenn sie Geld geerbt hat oder Geld verdient, er darf gar nichts, niemals, egal wann, er darf niemals Geld von ihr nehmen. Es ist nicht sein Recht. Und er darf auch nicht ihre Brautgabe nehmen. Das ist, gehört ihr. Und das, der Islam hat das so gemacht. Das sind die Rechte der Frauen. Ja, er muss arbeiten gehen und er muss die Miete zahlen. Und er muss einkaufen und er muss Strom und Wasser bezahlen. Das ist eine normale Sache. Das ist auch eine männliche Sache. Wenn er das nicht macht, dann hat er auf jeden Fall von seiner Männlichkeit reduziert. Ja, seine Männlichkeit wird, ja, er nimmt ab in seine Männlichkeit. Und die Frau, wie gesagt, aber das ist beides gegenseitig, so Rechte und Pflichten. Aber, liebe Geschwister, die Ehe soll auch nicht so sein. Die Ehe soll nicht so sein, dass man wie in einer Armee,
Ja, du musst, ich muss geben, nehmen, kommen, gehen, so brutal und wirklich mit dem Lineal und mit jedem Cent. Nein, so ist eine Ehe nicht. Und so lebt man auch nicht, ja, nicht glücklich miteinander. Dann ganz ehrlich, ciao. Ja, also jetzt böse, knallhart gesagt, lieber dann wirklich tschüss. Dann lieber, ja, das, was ist das für eine Ehe dann? Soll schon mit Barmherzigkeit sein. Wenn die Frau zum Beispiel sieht, okay, der Mann muss normalerweise, normalerweise für die Familie sorgen. Und die Frau weiß, okay, er hat es immer gemacht. Er hat gearbeitet, aber nach 10 Jahren, Corona, keine Ahnung was, ja, er hat seinen Job verloren. Die Firma ist pleite gegangen. Insolvenz. Und sie weiß, was er vorher gemacht hat, wie er gekämpft hat für die Familie und wie er ja, geschuftet hat, Sommer, Winter und so weiter und so fort. Das soll sie auch Barmherzigkeit haben, wenn er wirklich seinen Job verloren hat und sie, ja, sie nicht mit dem Geld auskommen, was sie gerade haben, mit seinem Arbeitslosengeld, was er bekommt oder was auch immer. Und sie hat aber wirklich dann Geld genug, dann sollte sie aus Barmherzigkeit heraus, sollte sie dann helfen. Das ist ja ihr Mann, das ist ihre Familie, die haben so Kinder, die lieben sich ja. Ja, und ich denke, dass auch die meisten so wären. Ja, und sie muss nicht, ganz ehrlich, sie muss nicht. Er muss trotzdem, er muss zusehen, wie er klarkommt. Er muss arbeiten gehen, er muss sich Geld leihen. Ja, aber dann frage ich mich, okay, wo ist die Barmherzigkeit, wo ist die Liebe ihrerseits dann? Ja, wenn es hart auf hart kommt. Anders ist natürlich, wenn er nie, von Tag 1, er hat keinen Bock zu arbeiten, er ist immer faul, immer nur, ja, Sofa und bring mir Essen. Ist was anderes, ein anderer Fall. Wenn er dann von mir Geld verlangt, nein. Dann kann ich vielleicht auch als Frau auch knallhart sein und sagen, no, ja, mach ich nicht. Weil er ist generell, ist ja nicht islamisch, einfach immer nur auf der Couch und nicht arbeiten gehen und so. Das ist auch kein Islam. Das ist auch kein islamisch, ist kein männliches Benehmen, sowas. Und deswegen ist es wichtig, dass wir die Sachen richtig, dass wir nicht immer nur anfangen, direkt knallhart, meine Rechte, deine Rechte, meine Pflichten und so. Nein, man soll darüber hinaus mit Fadl, ja, mit Fadl, darüber hinaus mit Menschlichkeit, mit Islam, mit Barmherzigkeit umgehen miteinander. Und was die Gelehrten sagen, was ich auch noch unbedingt loswerden wollte, ist, Allah subhanahu wa ta'ala hat in die Ehe Barmherzigkeit und Liebe gelegt. Ja? Ganz ehrlich, wenn keine Liebe mehr da ist, ja? Wenn keine Liebe mehr da ist, es gibt manchmal diese Situation, es gibt manchmal Männer, die kommen und sagen, ich liebe meine Frau nicht mehr. Das ist einfach schief. Und ganz ehrlich, es ist nicht eine Sache, die tadelnswert ist. Du kannst ja einem Menschen sagen, hey, warum liebst du deine Frau nicht mehr? Oder warum liebst du diese Frau nicht? Oder warum liebst du deinen Mann nicht? Ganz ehrlich, es ist eine Sache, die im Herzen passiert, für die man gar nichts kann. Du liebst eine Person normalerweise, du magst ihn, warum? Weil er ist gut zu dir, der ist nett, der ist großzügig, der ist dieses, der ist jenes, ja? Er behandelt dich gut, ja? Normalerweise ist es so. Aber es kann sein, dass da ist einfach keine Liebe mehr. Was macht man, wenn da keine Liebe mehr ist? Die Gelehrten sagen, liebe Geschwister, nur ein Ratschlag, den ich euch auch gebe, und es ist auch vielleicht aus, ich weiß nicht ganz genau, aber vielleicht aus dieser Eier zu entnehmen, Barmherzigkeit und Liebe. Wenn keine Liebe mehr da ist, dann ist Barmherzigkeit noch da. Weil das musst du ja haben, du bist ja ein Mensch, oder nicht? Und da soll wenigstens die Barmherzigkeit und die Menschlichkeit da sein. Kann man mit einem Menschen zusammenleben, ohne ihn zu lieben? Ganz ehrlich, ja, kann man. Kann man. Muss man nicht unbedingt. Ja, wenn man ihn wirklich überhaupt nicht mehr, ja, manchmal ist ja auch, geht ja vieles kaputt, wenn man sich jahrelang belogen hat und beleidigt hat und gekämpft hat und keine Ahnung was und so weiter und so fort, kann das ja sein, dass nicht mehr die Liebe, nicht nur die Liebe weg ist, sondern dass sogar Hass entsteht, Ekel entsteht, ja, vor diesen Menschen. Man muss nicht mit diesen Menschen zusammenleben, aber kann man? Wallahi, man kann. Ja, man kann mit einem Menschen zusammenleben. Am Ende des Tages, guck mal, wir haben ja Geschwister. Ja, oder die meisten von uns haben ja Geschwister. Es kann sein, dass man einen Bruder, eine Schwester sehr liebt. Es kann sein, dass man seinen Bruder oder seine Schwester gar nicht liebt, weil man sich mit dem nicht versteht, weil man ja, Streit hat, weil er assi ist, ein asozialer Mensch ist, etc. Am Ende des Tages, trotzdem gehst du nach Hause und man hat mit ihm Kontakt und man redet mit ihm respektvoll. Und es gibt Menschen, mit denen man zu tun hat, in der Moschee oder deine Nachbarn oder deine Kameraden etc. Man kann mit einem Menschen leben, der man zusammenleben, mit dem man nicht, den man nicht liebt. Aber zumindest am Ende des Tages
Lass mal ganz, ganz hinten anfangen. Er ist ja wenigstens sein Bruder im Islam. Ja? Irgendeine Bindung ist da. Und wenn man mit ihm so lebt, dass man sich mit ihm versteht einfach, man liebt ihn nicht. Also ganz ehrlich, ich kann mir das vorstellen. Ich kann mir vorstellen, mit einer Frau zu leben, die ich nicht liebe. Kann ich mir vorstellen. Warum? Weil zumindest ja nie Barmherzigkeit, Muslime, wir sind ja die Liebe, ja nie, al-Mu'min und Achul-Mu'min. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte was? Der Gläubige ist der Bruder eines anderen Gläubigen, sei es Mann oder Frau. Wir sind alle Gläubige und wir müssen uns alle, auf irgendeine Art und Weise, lieben wir uns alle. Ich liebe alle Muslime auf dieser Erde. Ja? 1,5 Milliarden, sagen wir mal, es gibt 1,5 Milliarden Muslime. Ich liebe 1,5 Milliarden Muslime auf dieser Erde. Ich liebe sie alle. Ja? Eine gewisse Liebe ist da. Ja, der Geschwisterlichkeit, der Brüderlichkeit im Glauben. Der glaubt auch an Allah, der betet zu Allah, der liebt Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der praktiziert den Koran, der praktiziert die Sunna, er ist auf dem Weg ins Paradies, inshallah. Ich liebe ihn erstmal, auf eine gewisse Art und Weise. Ja, nicht diese Liebe, ja, und ich respektiere ihn und ich bin, wenn er Hilfe braucht und ich kann ihm helfen, helfe ich ihm und andersrum genauso. Ja, und deswegen, wichtig, dass wir diese Sachen verstehen. Aber wenn du mit deinem Partner, wenn diese Liebe weg ist, und du kannst nicht mehr mit ihm leben, khalas. Allah verlangt es nicht von dir. Ja? Allah verlangt es nicht von dir. Wenn man sich trotzdem versteht, miteinander klarkommt, sagen wir mal, was oft vielleicht auch der Fall ist, oft passiert, dass es Ehen gibt, die sehr, sehr lange, man lebt 25 Jahre, wie diese Frau, die der Bruder heute bei mir geklopft hat, die sind ja seit 25, 26 Jahren verheiratet. Und jetzt, die ist vor drei Tagen von zu Hause, von diesem Mann weggegangen. Ich weiß nicht, ob der mich meint mit dem Deutschkurs. Meint er mich? Also falls du mich meintest, ehrlich gesagt, dann sage ich dir auf jeden Fall danke für deinen Ratschlag. Werd ich mir auf jeden Fall zu Herzen nehmen. Ehrlich gesagt, dafür brauche ich dich eigentlich gar nicht. Ich habe mir das sowieso zu Herzen genommen. Ich wünschte, ich hätte die Zeit. Ich habe zwar, als ich mein Abitur, mein Fachabi gemacht habe, habe ich Deutsch-Leistungskurs, also nicht mich, meinst du, einen anderen. Okay, wie auch immer. Ich hatte Deutsch-Leistungskurs, aber ganz ehrlich, ich lebe seit fast 20 Jahren nicht mehr in Deutschland. Auch keine Entschuldigung, ist auch keine Entschuldigung. Ich habe einfach, keine Ahnung, ich habe es einfach verpeilt, ja. Ich mache eigentlich, auf jeden Fall, wie auch immer. Wie auch immer. Wir reden mal über das Thema weiter. Wo waren wir gerade? Wo waren wir gerade hängen geblieben, stecken geblieben, stehen geblieben, nicht stecken geblieben, sondern stehen geblieben. Worüber habe ich gerade geredet? Ich dachte, du hast mich gemeint. Ist auch nicht schlimm, inshallah, kein Problem. Ich weiß, dass ich auf jeden Fall sehr, sehr viele Fehler mache. Und ich glaube, bei den Vorträgen noch mehr als nicht bei den Vorträgen. Weil manchmal wird mir gesagt, ey, du hast das und das gesagt. Und ich sage, ey, komm. Jazakumullah khairan. Worüber habe ich gerade geredet? Genau, Jazakumullah khairan, Schwester. Ja, diese Schwester, die ist jetzt seit drei Tagen weg. Die haben 25 Jahre miteinander gelebt. Und irgendwann mal ist die Liebe nicht mehr da. Und es kann sein, dass es gibt viele solche Ehen, wo nach 20 Jahren, 30 Jahren, man versteht sich nicht mehr so. Ja, so oft Streit wegen den Kindern, wegen anderen Sachen. Man verändert sich ja, wie ich am Anfang auch gesagt habe. Barakallahu fikum, ja. Man verändert sich auch mit der Zeit und manchmal kommt man miteinander nicht mehr so gut klar. Man versteht sich einfach nicht mehr. Ja, und deswegen ist das... man kann aber trotzdem miteinander bleiben, wenn die Liebe nicht mehr da ist einfach. Ja, aber mit 50 oder mit 60 oder so, sich dann zu trennen, ganz ehrlich, das ist auch nicht einfach. Ja, weil dann kommt vielleicht gewaltige Einsamkeit und Probleme, ja, andere Probleme. Dann hast du ein anderes Problem. Aber wenn du vielleicht diesen anderen Partner hast, man kommt miteinander klar, okay, man liebt sich nicht mehr so, aber am Ende des Tages, du hast einen Menschen, mit dem du reden kannst, mit dem man unterstützt sich gegenseitig noch ein bisschen. Du gehst einkaufen, die kocht, der macht dies, der kommt dich besuchen, du bist krank, er hilft dir, du hilfst ihm. Da ist keine Liebe mehr da, so in dem Sinne. Aber wenigstens ist da die Barmherzigkeit. Und deswegen, ich sage, man muss nicht unbedingt
Man muss nicht unbedingt mit einem zusammen, man muss sich nicht unbedingt trennen, wenn man sich mehr liebt. Man kann auch wirklich mit einem Partner zusammenbleiben, wenn man sich nicht mehr liebt. Aber wenn jemand denkt, nein, ich bin zu jung dafür oder ich kann nicht mit jemandem zusammenleben, den ich nicht liebe, weil dann ist nichts mehr da, dann ist einfach gar nichts, das ist keine Ehe mehr, da ist keine Barmherzigkeit, das ist für mich alles tot und man ekelt sich oder man verabscheut schon diese Person oder sonst irgendwas. Man muss nicht. Ich sage nur, man kann, aber man muss nicht. Okay? Aber trotzdem bleibt dann am Ende wenigstens die Barmherzigkeit ist da. Ja? Gnade, Barmherzigkeit, Respekt miteinander. Wer ein Mensch, subhanallah, und im Hinterkopf soll man auch immer behalten, wie Allah sagt im Koran, und vergisst nicht die Barmherzigkeit, die Allah zwischen euch gelegt hat. Ja? Man hat ja miteinander Kinder gehabt, man hat miteinander Gutes gehabt, dann versucht man damit dann weiterzuleben, inshallah. Ja. Und nichtsdestotrotz, liebe Geschwister, nicht vergessen, wenn man ja nie stirbt, man hat jetzt am Ende, okay, komm, man hat schon 20, 30, 25, 30 Jahre miteinander schon Geduld gehabt und man hat sowieso nicht mehr so lange zu leben. Komm, habe ich noch Geduld die letzten Jahre? Dieser Mensch, wenn du dann Geduld hast und du stirbst oder er stirbt oder beide, sagen wir mal, sterben und haben nicht mehr geheiratet, wenn diese Person, die hier auf dieser Dunya, die deinen Kopf kaputt gemacht hat, und du dir denkst, boah, bloß nicht im Paradies diese Person wiedersehen, diese Person wird im Paradies nicht so sein wie hier. Ja, diese Person, mit der du verheiratet warst und am Ende, du warst mit ihm verheiratet, bis der Tod euch trennt quasi, ja, ganz ehrlich, diese Person am Tage der Auferstehung, wenn ihr beide im Paradies seid, inshallah, diese Person wird einfach Hammer, ja, weil im Paradies, man wird ja nicht so sein, wie man hier ist. Allah subhanahu wird ja diese Herzen, man kann ja nicht ins Paradies kommen und du hast in deinem Herzen Lügen, Respektlosigkeit, Brutalität, Beleidigen, geizig, gierig, Neid, etc., diese ganzen Sachen ist nicht mehr da. Ja, dein Ehepartner, der jetzt gerade vielleicht unerträglich ist oder sonst irgendwas, wenn du Sabr hast bis zum Ende, dein Ehepartner wird der schönste Ehepartner, den du dir vorstellen kannst. Das ist dann, ja, die Crème de la Crème wird er inshallah dann sein. Das muss man nur im Hinterkopf wissen für diejenigen, die inshallah keinen Bock haben. Ja, nochmal jetzt Trennung, nochmal neu heiraten. Mensch, neu heirate, der kann ja auch Katastrophe sein, der kann ja noch katastrophaler sein als der erste Ehepartner. Es kann ja alles sein. Und deswegen, am Ende des Tages, ich sage jetzt nur noch, Fazit ist, man muss jede einzelne Familie, jede einzelne Ehe individuell beurteilen unter die Lupe nehmen, wie das dort ist und was dort stattfindet, ertragbar, nicht ertragbar, und so weiter und so fort, um dann zu entscheiden, ist es besser, geduldig zu sein, ist es besser, Scheidung, sich trennen oder sich zu trennen, sich scheiden zu lassen. Das muss man dann individuell inshallah, dann untersuchen und schauen. Und wenn man stirbt, und beide gehen ins Paradies, ja, und beide gehen ins Paradies, dann wird man auch als Familie wieder im Paradies zusammenleben. Ja, viele sagen dann, wo bloß nicht, ja, besonders diese alten Leute, die sagen bloß nicht, ich habe den schon hier genug ausgehalten, aber ganz ehrlich, wenn man im Paradies zusammen ist, dann wird er nicht so sein, wie er war, und du wirst auch nicht so sein, wie du warst. Und er wird nicht so hässlich sein, wie er war, und sie wird auch nicht so schön sein, vielleicht wie sie hier war, oder vielleicht nur ein bisschen schön. Ja, also im Paradies, da wird alles anders. Da wird alles anders. Und dann zuletzt, inshallah, bevor ich den Vortrag beende, inshallah, komme ich zum letzten Thema, und zwar die Khul'a. Wie funktioniert das denn, wenn die Frau zum Beispiel ihre Scheidung haben will? Wenn die Frau sich scheiden lassen will, so muss sie, und der Mann möchte aber nicht. Ja, der Mann ist dagegen. So hat die Frau trotzdem die Möglichkeit, natürlich, weil im Islam, der Islam zwingt eine Frau nicht, mit jemandem zusammenzubleiben, mit dem sie nicht zusammenbleiben will oder kann. Und wir kennen alle die Geschichte von der Sahabiya, radiallahu anha, zur Zeit des Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, die zum Propheten kam, der Hadith absolut authentisch.
absolut authentisch, wo diese Gefährtin des Propheten Mohammed sagte, O Gesandter Allahs, ich habe an ihm nichts auszusetzen, aber ich kann nicht. Ich kann mit ihm nicht leben. Ja? Und dann hat der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam zu ihr gesagt, okay, gibst du ihm sein Bustan zurück. Er hat ihr als Brautgabe hat er ihr so einen Garten geschenkt, so ein Grundstück, sag ich mal. Ein Grundstück geschenkt. Großzügig ist Sahaba, mashallah. Er hat ihr so ein Bustan geschenkt. Atruddina alayhi Bustana. Gibst du ihm sein Bustan zurück, den er dir als Brautgabe gegeben hat? Sie sagte, ja, ich gebe es ihm zurück. Dann hat er, weil das ist eine Khula, ja, sowas nennt man im Islam eine Khula. Wenn die Frau um die Scheidung bittet, dann nennt man das Al-Khula. Sie bittet um ihre Scheidung und der Mann sagt ihr dann, du bist geschieden. Okay? Wenn der Mann sich weigert, dann muss diese Frau normalerweise im Islam würde sie dann vor Gericht gehen, vor einem islamischen Gericht, und das gibt es auch in islamischen Ländern, dann wird der Mann gerufen und dann wird der Mann, ja, dann wird man sich die Sache anschauen, wieso, weshalb, warum und so, und mit beiden geredet und so. Und am Ende, wenn er nicht will, aber sie kann mit ihm nicht leben, sie verabscheut ihn oder sie wurde so unterdrückt oder zusammengeschlagen etc. und sie will mit ihm sie will mit ihm nicht mehr zusammenbleiben. Ja, und dann kann der Richter sagt zu ihm, gib ihr ihre Scheidung. Sie will nicht mehr mit dir, sie verabscheut dich, sie ekelt sich vor dir, etc. Sie kann nicht mit dir leben. Ja, und sie muss nicht mit dir leben. Wenn der Mann dann sagt, nein, gebe ich ihr nicht, dann am Ende wird der Richter, der islamische Richter, er lässt sie scheiden. Er sagt, er sagt der Frau, du bist von ihm geschieden. Und das wird schriftlich gemacht, ganz normal, wie jetzt hier in Europa auch, ja, als ein Gericht das durchzieht. Und dann kriegt sie eine Scheidung mit Stempel, Unterschrift, Datum, alles drum und dran, die ist von dem geschieden. Ab diesem Zeitpunkt, wo sie geschieden wurde, gerichtlich, hat sie einen Monat Ridderzeit, einen Monat Wartezeit, dass ihre Gebärmutter quasi gereinigt wird, dass sie nicht von diesem Mann schwanger war. Ja, es gibt Meinungsverschiedenheit, es gibt Gelehrte, die trotzdem sagen, die Wartezeit, die Ridda der Frau, die sich hat scheiden lassen vom Mann quasi, ist genauso wie die normale Scheidung, wenn der Mann sich scheiden lässt, 3 Monate Wartezeit, 3 Menstruationen, entweder 3 Menstruationen oder 3-mal rein sein von der Menstruation, also quasi 3 Monate. Manche haben diese Meinung, aber die auch eine andere Meinung von Gelehrten, und das ist Wallahu alam die vielleicht stärkere Meinung, dass eine Menstruation reicht. Ja, dass wenn der Richter gesagt hat, okay, ihr seid geschieden, ab dem Zeitpunkt, wenn sie dann einen Monat eine Menstruation wartet, ab dann ist sie komplett frei von ihm und kann dann einen anderen Mann heiraten, wenn sie einen anderen Mann heiraten möchte natürlich. Ja, das dazu. Natürlich würdet ihr mir jetzt sagen, ja, aber wir leben nicht in einem islamischen Land und es gibt kein islamisches Gericht. Wie soll die Frau jetzt hier vorkehren? Weil es gibt Männer, die sind asozial und die geben die Scheidung nicht. Dann sage ich, liebe Geschwister, inshallah, sucht eine islamische Moschee, die sich darum kümmert, um dieses Problem kümmert und die euch das inshallah macht. Ja, es gibt Moscheen, es gibt Imame, Gelehrte, Imame, Moscheen, Gelehrte, die das machen. Ja, die quasi diese Funktion, die Funktion des islamischen Gerichts auch hier in Europa machen. Zum Beispiel hier in England gibt es Sharia Council, also so. Es ist so auch anerkannt in England, dass es so eine Art dass es anerkannt ist, dass es das Moscheen und ein islamisches Gericht quasi das entscheiden kann, diese Art Scheidung und manche Sachen, die im Familienrecht stattfinden, wie zum Beispiel das Heiraten oder die Scheidung, dass das eine Moschee machen darf, ja, und dann gehst du zur Moschee. Zum Beispiel gibt es das in Birmingham in der Green Lane Masjid in der, ich glaube, das ist Coventry Road oder Green Lane Road. In Birmingham zum Beispiel, in London gibt es ein Sharia Council auch.
Ja, da zahlst du ein paar Gebühren, 200, 300 Pound, also 200, 300 Euro oder so als Gebühren, weil die müssen ja, die haben ja auch Angestellte, die dann, ne, Briefe schreiben, die Leute, die Ehepaare rufen oder den Mann rufen und die Frau rufen, mit denen reden, mit dem reden, die Briefe schreiben etc. Die nehmen dann ein paar hundert Euro oder so für diese ganzen, Allahu a'lam, was sie da an Arbeit haben. Und dann reden sie mit dem Mann und sie versuchen vielleicht am Anfang auch erstmal zu schlichten, wenn man schlichten kann. Wenn man nicht schlichten kann und die Frau will ihre Scheidung haben und es geht nicht anders, dann rufen sie den Mann oder rufen beide, reden mit denen etc. Und am Ende des Tages, auch wenn er sich weigert, dann macht diese Moschee, dieser Scheich, ja, er lässt diese Frau von diesem Mann scheiden und macht das schriftlich an den Mann geschickt, an die Frau mit Unterschrift von diesem Gelehrten, mit Stempel, Datum, allem drum und dran. Und genauso wie es in einem islamischen Gericht wäre. Und das Gleiche natürlich, es muss nicht sein, dass es hier in England bei diesen Scharia-konformen, das sind auch nur Moscheen eigentlich, wo ein Imam, ein Hodja, der Islam studiert hat, wirklich studiert hat, auch Wissen darüber hat, über dieses Recht. Aber das kannst du auch in Deutschland, es gibt auch in Deutschland Imame, die sowas machen. Natürlich viele Moscheen, Imame haben keinen Bock darauf, weil die haben ja zu viel Kopfschmerzen, Streit. Da kommt der Mann, der Mann flucht oder beleidigt oder ist, ne, ist ja ein, am Ende des Tages ist es eine Scheidung und oft ist es dann nicht mehr schön und oft ist es dann so, dass dann, ne, die Gemüter etc. Ja, der arme Michael, der denkt, er ist frei, aber der ist gar nicht frei. Der ist nämlich ein Sklave. Er ist auch, wir sind ja auch Sklaven. Wir sind die Knechte, die Sklaven Allahs, des Allermächtigen, des Schöpfers. Und er ist halt leider Sklave des Satans. Und deswegen denkt er, er ist frei. Aber wie auch immer. Möge Allah ihn recht leiten. Und wenn Allah für ihn keine Rechtleitung will, möge Allah sein Unheil und die Gläubigen von seinem Unheil bewahren. Entschuldigung, ich habe einfach jetzt diesen Kommentar gelesen. Gewollt, ungewollt. Ungewollt eigentlich. Und zurück zum Thema. Inshallah, ihr könnt auch in Deutschland zu Imamen gehen. Es gibt Moscheen, es gibt Imame und Moscheen, die auch das in Deutschland machen. Ja, viele wollen das nicht, haben keinen Bock drauf, weil es zu viele Kopfschmerzen sind, weil es wie auch immer. Aber es gibt definitiv Imame und Moscheen, die das auch machen. Ja, und ich gebe euch bevor ich schon ganz jetzt abschließe jetzt hier, ich gebe euch als Ratschlag, liebe Geschwister, wenn ihr heiratet, heiratet mit dem Wali, mit einem richtigen Wali. Und zwar mit dem Vater, also als Frau, als Schwester, du musst mit einem Wali heiraten. Egal welche Rechtsschule du folgst, auch wenn du der hanefitischen Rechtsschule folgst, von Abu Hanifa, rahimahullah. Und die hanefitische Rechtsschule sieht es so, dass eine Frau, die zum Beispiel schon mal verheiratet war oder so, dass sie gar kein Wali braucht. Ja? Auch wenn diese Rechtsschule es so sieht, dass diese Frau kein Wali braucht, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat das als Bedingung gemacht. Als Bedingung. Und er sagt im authentischen Hadith, die Frau, die heiratet ohne Wali, sie ist eine Zania, sie ist eine Zania, sie ist eine Zania. Eine Zania ist eine Frau, die ohne zu heiraten mit einem unehelichen Verkehr hat, die Zina macht. Ja? Die Sex hat mit einem Nicht-Ehepartner. Sie ist eine Zania, sie ist eine Frau, die Unzucht begeht, quasi, ja? Sagt man das so? Es ist auf jeden Fall, was zeigt das? Es ist haram, absolut haram und es gibt viele Hadithe darüber. Es ist eine Bedingung der Ehe, wie alle anderen Gelehrten sagen. Ja, das war ein Fehler in dieser Rechtsschule, wie es auch in allen Rechtsschulen auch Fehler gab. Die sind ja nicht fehlerfrei, es waren ja keine Engel, es waren ja keine Propheten. Diese vier Imame, die in diese Rechtsschulen, die Rechtsschulgelehrten, die sind ja auch nur Menschen, die auch hier und da Fehler machen oder Ausrutscher haben. Hatten, sie haben auch keine, ja, diese ganzen Bücher, die wir haben an Hadithen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die wir jetzt alle haben in unserem Schuhregal, in unserem Bücherregal, haben sie nicht gehabt damals, ja. Deswegen haben sie das eine oder andere, Entschuldigung, das eine oder andere nicht gewusst oder anders verstanden. Und deswegen, liebe Geschwister, ist auch zu verzeihen, aber es ist auf jeden Fall ein Fehler, wenn ihr heiratet, heiratet mit einem Wali, mit den ganzen Bedingungen. Und der Wali ist erstmal dein Vater. Und es gibt eine Reihenfolge. Wenn dein Vater nicht mehr lebt oder kein Muslim ist, dann gibt es eine Reihenfolge. Opa, Onkel, Bruder, also Onkel und Opa, väterlicherseits zuerst. Väterlicherseits, ja. Opa, das war nicht mit K.O. Opa, also Großvater,
Großvater, Urgroßvater, Onkel, väterlicherseits, Bruder, Sohn, wenn er schon die Reife erreicht hat. Es gibt so eine Reihenfolge, ja? Es war jetzt nicht nach der Reihenfolge, okay? Nicht den Opel nehmen als Holly, okay? Also diese mit Reihenfolge. Und nimmt wirklich diese. Und lasst euch nicht reinreden, dein Vater ist kein Muslim, weil er dies und jenes gemacht hat und so. Wenn du Probleme hast, und viele, viele Ehen haben Probleme später, ja, keiner wird sich für dich wirklich einsetzen wie dein eigener Vater oder dein Fleisch und Blut, okay? Die werden sich für dich einsetzen. Ich bekomme das sehr, sehr oft mit, ehrlich gesagt. Ja, man hat geheiratet, man hat da irgendeinen Wali genommen. Ja, der ist Wali, komm, du. Kannst du Wali sein? Ja, komm, Hauptsache heiraten. Ja, aber was, wenn du morgen die Probleme hast und dein Mann, der will dich nicht scheiden lassen. Und da hängst du da. Ja, dann rufst du diesen Wali. Dieser Wali hat keinen Bock, der hat keine Zeit. Da ist selber schuld, du. Dein Vater, wenn einer sich um dich kümmert, um deine Rechte, um deine, ja, dann wird es am meisten dein Blut und Fleisch und Blut sein, dein Vater sein. Macht diese Sache nicht. Ihr verschiebt nur die Probleme. Die Probleme werden später noch größer sein. Deswegen nehme ich das, Geschwister, sehr wichtig. Und das ist auch eine Pflicht, nicht nur so als Ratschlag. Ja? Man darf nicht den Wali austauschen. Nur wenn alle diese, ja, bestimmte Bedingungen nicht mehr da sind. Wenn er das und das und das. Du kannst nicht einfach deinen Wali austauschen. Ja, mein Vater betet nicht. Mein Vater betet nur freitags. Mein Vater ist wählen gegangen. Mein Vater hat keine Ahnung was. Hat Erdogan, keine Ahnung. Erdogan, was weiß ich. Ja, er findet, Erdogan sieht süß aus. Ja, oder irgendwie so ein Schwachsinn und dann, khalas, deswegen ist mein Wali ist ein anderer. Und ich will jetzt nicht über Erdogan reden, ja, oder sonst irgendwas über Politik oder andere Sachen von der Aqida. Ich meine das nur. In diesem Zusammenhang, dein Wali ist dein Wali. Und dein Wali darfst du niemals austauschen. Und zwar der allererste Wali ist dein Vater. Ja, dein Wali ist dein Vater. Und dein Wali ist dein Vater. Und er ist nur nicht dein Wali, oder er kann nicht dein Wali sein, dein Vormund, was die Ehe angeht, wenn er kein Muslim ist, von Geburt an kein Muslim. Er ist sozusagen Christ, Jude, Atheist. Wenn er, ja, aus dem Islam rausfliegt, bevor du heiratest, löst das mal das Problem. Geh zu einem Gelehrten und schau mal und versuch wirklich, dass dein Vater, wenn er so auf der Schwebe ist, mach mit ihm Da'wah und dies und das. Versuch ihn nicht rauszukriegen aus dem Islam, damit du heiratest. Wenn du ihn rauskriegst aus dem Islam, dann hast du ihm so Stempel gegeben. Komm, du bist Ewigkeit in der Hölle. Hauptsache, ich kann heiraten. Was bist du denn für ein Mensch denn überhaupt, ehrlich gesagt? Was bist du überhaupt für eine Tochter? Erstmal das Problem lösen und klären. Und wenn er wirklich, ja, wenn er wirklich, zum Beispiel, ja, ich will jetzt keine Beispiele nennen, weil das ist so eine größere Sache, worüber man einen extra Vortrag halten muss. Das muss man erstmal klären. Wenn man das geklärt hat, dann kann man über diese andere Sache reden und so. Und ob man dann einen Wali austauscht. Und wenn man ihn austauscht, man kann nicht einen x-beliebigen nehmen. Ja, man muss diese Reihenfolge, ich habe die Reihenfolge nicht im Kopf jetzt, tut mir leid, kann ich nicht. Ich kann jetzt nicht einfach irgendwas sagen. Aber es gibt eine Reihenfolge. Du kannst nicht einfach deinen Bruder nehmen, wenn vielleicht der Onkel väterlicherseits der zuerst dran ist. Das ist eine Reihenfolge im Islam, die man beachten muss. Okay? Was ist mit der konvertierten Frau? Mit einer konvertierten Schwester, die zum Islam konvertiert ist, ihr Vater von Grund auf kein Muslim. Ja? Ja, der darf ja gar keine, der darf ihr nicht ihr Wali sein bei der Heirat. Er kann ruhig dabei sein, wenn man sich gut versteht oder so, er kann bei der Heirat dabei sein. Keine Frage. Aber islamisch gesehen, sie braucht einen Wali. Normalerweise ist der Wali von einer konvertierten Schwester oder eine Schwester, die all ihre männlichen Familienangehörigen verloren hat, ihr Wali ist normalerweise Wali al-Amr, der islamische Führer. Der islamische Führer, ja. Aber natürlich, wo ist der islamische Führer? Ja, Merkel, hier haben wir Boris Johnson und keine Ahnung, in unseren Ländern hast du dann so einen Bashar al-Assad, möge Allah ihn und seinesgleichen vernichten oder andere seinesgleichen, ja. Da hast du keinen Wali al-Amr, dann nimmst du dir einen Gelehrten. Ja, einen Gelehrten, einen Imam, der auch, ne, nicht auch irgendeinen, versuch einen zu nehmen, der wirklich Benehmen hat, Verstand hat, Wissen in der Religion hat und denk daran, morgen, denk nicht nur an diese Ehe, wo du, ja, schön, Ehe und Schmetterlinge und so, nee, denk daran, es kann sein, diese Möglichkeit besteht ja und man weiß ja, wie viele Scheidungen es gibt, denk daran, morgen vielleicht kommen Probleme und wenn du Probleme hast, dieser Wali,
Sollen die helfen oder nicht? Oder willst du da alleine da stehen? Du willst, dass dir geholfen wird dann. Dass du dein Problem löst. Diese Streit, den du hast mit deinem Ehemann, dass dir jemand da unterstützt. Ja? Dein Vater wird normalerweise, wenn er Muslim ist und so, wird es machen. Er wird für dich da sein, weil es dein Vater ist. Aber dein Vater ist gerade nicht da. Deswegen nimm dir nicht einfach den Nächsten in irgendeiner Moschee, weil viele von denen, die haben keinen Bock. Wenn du Probleme hast, weil zu dem kommen ja jeden Tag Leute, die Probleme haben mit der Ehe. Ja? Der hat keinen Bock, jeden Tag sich zu kümmern um die und da. Und dann geht er mit denen reden und die haben Streit und der sitzt da 2 Stunden und wird noch nicht mal dafür bezahlt oder so. Manche haben keinen Bock darauf. Ja? Jeden Tag, entweder der hat Eheprobleme, der hat diese Probleme, der hat jene Probleme, bei dem sein Sohn ist das und seine Tochter ist abgehauen und der hat keine Ahnung was. Ist halt so. Und deswegen nimm dir, denk auch mal, ja, natürlich, ich rede jetzt mit Frauen, die entweder vernünftig sind oder reif sind. Ja, reif sind. Manche sind ja auch früh reif, aber oft ist das ja so, wenn man 18, 20 ist oder so, man denkt in dem Augenblick nur an heiraten, Spaß und ja, diese schöne Ehe. Ja, aber deswegen gebe ich euch extra diesen Rat, liebe Geschwister, denkt auch daran, wenn die Probleme kommen, dass ihr dann auch diesen Wali habt und wenn ihr heiraten geht, geht nicht bei irgendeinem Hodja, Hauptsache komm, Hauptsache schnell und Hauptsache der macht das. Ja, weil wenn die Probleme kommen, du wirst oft abgewimmelt. Ich sage euch das von Erfahrung. Oft wirst du abgewimmelt. Die haben keinen Bock drauf. Nee, wir kümmern uns nicht darum. Nee, wir sind nicht dafür zuständig. Nee, wir können nicht. Nee, wir haben keine Zeit. Ja, weil die einfach keinen Bock haben dann. Jeden Tag sich mit diesen Sachen auseinanderzusetzen und da zu schlichten und so weiter und so fort. Weil uns normalerweise wäre das auch an erster Stelle die Arbeit der Regierung, eines islamischen Gerichts und nicht der Imam muss jeden Tag sich mit so und so vielen Familien treffen und Eheberatung machen und so. Ist nicht unbedingt, aber wir leben halt nicht in dieser Zeit, wo wir diese islamischen Gerichte haben. Deswegen sollte der Imam, der Scheich, derjenige, der diese Position hat, der sollte versuchen, nützlich zu sein und barmherzig zu sein und zu helfen mit der, das ist ja seine Umma und wir sind ja Geschwister untereinander. Und möge Allah uns helfen, aber das ist nur ein Tipp, den ich geben wollte. Und ich denke, ich habe jetzt vielleicht genug geredet, ganz bestimmt genug geredet, vielleicht auch sogar zu viel geredet. Deswegen mache ich inshallah jetzt hier Schluss. Ich wünsche euch inshallah eine gesegnete Nacht. Und ich will ehrlich gesagt, also wenn ich es jetzt hier, wenn ich es zulasse, dass jetzt die Leute Fragen stellen, ich glaube, wir würden hier sehr, sehr lange sitzen. Und könnt ihr mir vielleicht sagen, wie viel Uhr wir haben? Ich werde mir auf jeden Fall mal jetzt eine Uhr kaufen und sie da oben irgendwo platzieren, damit ich es... wie viel haben wir eigentlich? Wir haben 100% nicht 20 Uhr. Halb elf in Deutschland, ja? Das heißt, wir haben bei uns jetzt hier halb elf, 20 Uhr, wir haben 21.30 Uhr. Nein, das kann doch gar nicht sein, oder? Genau. Also jetzt in Deutschland. In Deutschland ist 23.25 Uhr, ja? Okay, 23.25 Uhr, das ist bei mir. Subhanallah. Subhanallah, okay. Also ich habe schon mal das Gebet verpasst in der Moschee. Herzlichen Glückwunsch. Schön miese gemacht heute. Welche Moscheen das machen? Schwere Frage, ehrlich gesagt. Also ich weiß zum Beispiel, dass es im Raum Stuttgart gibt es dort diesen quasi, die nennen sich irgendwas mit islamischer Rat, Fatawa-Rat und so. Da ist dieser Sheikh Nail bin Radan, der Mashallah Tabarka gut, sehr, sehr gut Wissen hat über Islam. Und da ist dieser Sheikh Fethi Eid mit ihm zusammen in dieser Moschee oder so, irgendwo im Stuttgarter Raum. Und die machen, glaube ich, nach meinem Wissen machen die auch sowas. Dann gibt es zum Beispiel hier und da Imame oder Prediger, die das machen. Aber ehrlich gesagt, ich bin schon viel zu lange weg von Deutschland. Und wenn ich immer in Deutschland bin, bin ich meistens nur für ein paar Tage, paar Stunden oder wenige Wochen, wenn überhaupt, ein paar Wochen in Deutschland. Und deswegen, ich muss da passen. Ich kann da keinen Ratschlag, keinen Tipp geben, ehrlich gesagt. Kommen 10 Fragen. Okay, kommen 10 Fragen.
Ja, die ersten 10 Fragen beantworte ich, ja? Oh, direkt erste Frage brutal. Kann man dich nehmen als Suelie für konvertierte Schwestern? Also meinst du mich jetzt? Als mich? Oder hast du da, weil manchmal fragen ja die einen auch die anderen irgendwie. Haben wir ja vorhin gesehen. Islamisches Zentrum Bad Cannstatt. Seht ihr, Maschallah, habt ihr schon einen? Ja, vielleicht kann der eine oder andere, der das weiß, kann es einfach ins Kommentarfeld schreiben. Dann hat man auch Nutzen und kann das auch den anderen Geschwistern sagen. Also, ganz genau, was die Schwester gerade gesagt hat, wenn ich jetzt ja sage, ich habe es ehrlich gesagt nicht oft gemacht. Ich habe es nicht oft gemacht. Ich habe es, glaube ich, schon zweimal oder so gemacht in meinem Leben. Oder dreimal, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall, ja, also ganz ehrlich, allgemein, ich würde das machen, aber ich würde diesen Ratschlag gar nicht geben. Oder diesen, ich würde das nicht als gut sehen, weil ich lebe gar nicht in Deutschland. Ja, wenn du zum Beispiel heiratest und hast ein Problem mit deinem Mann, dann willst du auch, dass man mit deinem Mann redet und dass man, ja, oder zusammen eine Eheberatungssitzung macht quasi. Und dann ist es ja schon gut, dass man in der Nähe ist voneinander und ja, zumindest im selben Land ist. Dass wenn es brennt, dann kann man diesen Wali dazu holen, dann kann dein Wali zu deinem Mann gehen, mit ihm reden und so weiter und so fort. Und Telefon ist halt, ja, da im Telefon sagt er ja, und dann legt er auf. Vor dir vielleicht ein bisschen Respekt oder ne, so Vertrauensperson oder Respektperson oder was auch immer. Da ist es ein bisschen vielleicht, ne, kann man mal besser auf ihn einreden etc. Deswegen gebe ich als Ratschlag, ehrlich gesagt, als Ratschlag lieber einen für konvertierte Schwester, die kein Wali haben oder so, einen Imam, einen Hodja, einen Prediger nehmen. Gut ist es, wenn es nicht Hauptsache ein Imam oder Hodja ist, sondern wirklich auch vielleicht jemand, der Wissen hat, ein bisschen Weisheit hat, ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen älter ist, gute Ratschläge geben kann, ja, dass man weiß, ey, das ist ein so etwas und jemand, der auch den man nimmt, der sich dieser Verantwortung bewusst ist und der dem auch zusagt, und weißt du, dann ist das besser, weißt du, dann, also ich sag gerade, weißt du, also inshallah, ich denke, das ist besser, definitiv. Zweite Frage: Darf auch der Onkel mütterlicherseits Wali sein? Irgendwann darf er auch, ja, der Reihe nach darf der irgendwann mal, ja. Aber erst als allererstes immer väterlicherseits. Das heißt, der Vater väterlicherseits, Großvater väterlicherseits, Onkel väterlicherseits, die kommen als erstes. Als Wali alle. Ja? Alles von väterlicherseits. Und dann, wenn es das nicht gibt, ich glaube, dann geht mein mütterlicherseits. Wenn es das nicht gibt, dann ist es der quasi der Wali al-Amr, beziehungsweise den er, ja, in einem islamischen Land gibt es dafür Beamte, die das quasi übernehmen, ein Scheich oder sonst irgendwie, ein Beamter, der genau diese Aufgabe übernimmt, der vom Wali al-Amr, von dem Führer der Gläubigen, eingesetzt wird dafür. Und aber anders, ja, genau, aber ansonsten, ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte. Okay, nächste Frage, ich hab's verstanden, oder? Darf man Dua für Kleinigkeiten machen? Oder ist das respektlos? Nein, es ist überhaupt nicht respektlos, im Gegenteil. Du kannst Dua machen für Kleinigkeiten. Weil Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza ist derjenige, der alles gibt. Ja? Und alles, was es gibt, ist in den Händen von Allah subhanahu wa ta'ala, ganz egal wie klein es ist, ganz egal wie groß es ist. Ja? Und Dua ist eine Anbetung, die Allah liebt. Eine der besten Anbetungen. Ja? Deswegen, wenn du Dua machst, du hast Dua gemacht für, sagen wir mal, du hast Dua gemacht, dass Allah dir neue Kleidung gibt. Ja? Nicht jetzt Louis Vuitton oder so wie. Heute, die Leute, die drehen ja durch gerade mit solchen Sachen. Aber du machst ja nicht einfach Mitgebete für kleinere Sachen. Diese Dua, die du gemacht hast, war wichtiger als das, was du bekommen hast. Ja? Warum? Weil diese Dua, du hast eine Ibadah gemacht, die dich zum Paradies näher bringt. Du hast eine Ibadah gemacht, die Allah liebt. Du hast eine Tat gemacht, die dich deinem Herrn näher bringt. Okay, nächste Frage. Auch wenn ich konvertiert bin, finde ich, sollte ich aus Respekt meinen Vater als Wali nehmen. Ist das falsch? Ganz ehrlich, ich glaube, man darf nicht, man kann nicht. Ja? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht 100% sicher. Ich bin mir ziemlich sicher. Ich bin mir aber nicht 100% sicher. Deswegen,
Ich antworte darauf nicht, ja, weil ich mir nicht 100% sicher bin, aber ich neige extrem dazu, dass es so ist. Dass ein Wali, eine Bedingung von dem Wali ist, dass er Muslim ist. Ja, ich bin mir wirklich 99,999% sicher. Und, aber, wenn du dich gut mit deinem Vater verstehst, ja, dann, ja, sieh zu, musst du ihm nicht alles so, ne, alles auf dem Tablett servieren und ihm sagen, hey, guck mal, ich muss dich jetzt kurz austauschen und bla bla. Ja, nee, lass so, okay, wir setzen uns alles zusammen. Dein Vater kann ja dabei sein, ne? Und er wird ja, da sind Zeugen, da sind dies, da sind das. Kannst du ihm erklären, kannst du dann einfach, ne, nicht lügen, aber inshallah, ich hoffe, du hast verstanden. Muss man der Frau Geld geben, wenn man gespart Geld hat, wenn man sich trennen möchte? Muss man der Frau Geld geben, wenn man, meinst du Mann oder Mann? Also Mann mit einem N oder zwei N? Wenn man gespart hat, muss man der Frau Geld geben, wenn man gespart Geld hat, wenn man sich trennen möchte? Schwer zu verstehen, ein bisschen, tut mir leid.